Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen beim Webinar Mitarbeitergewinnbeteiligung versus Teuerungsprämie. Was ist in der Praxis zu beachten? Dieses Webinar findet in Kooperation mit der Sparte Industrie der Wirtschaftskammern Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg statt. Mein Name ist Stefan Raab, ich bin Themenmanager für Steuern und Finanzierung in der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich und darf Sie durch dieses heutige Webinar führen. Mit der Mitarbeitergewinnbeteiligung und der Teuerungsprämie wurden zuletzt ja vom Gesetzgeber zwei steuerfreie Prämien eingeführt, die sich im Detail doch deutlich voneinander unterscheiden. Für die Anwendung einer der beiden Befreiungen müssen doch einige Kriterien zum Teil erfüllt sein, wobei sich in der Praxis viele Zweifelsfragen ergeben können. Im Rahmen unseres Webinars möchten wir Ihnen einen kompakten Überblick über die Mitarbeitergewinnbeteiligung und die Teuerungsprämie geben und mögliche Fallstricke und Zweifelsfragen darstellen und behandeln und dann auch auf Ihre Fragen eingehen. Ich lade Sie ein, jederzeit auch während dem Vortrag Ihre Fragen einzugeben und sich somit aktiv am Geschehen zu beteiligen. Das funktioniert ganz einfach: das Bedienpanel einblenden, dann auf dieses Plus klicken und dann können Sie hier Ihre Fragen eingeben. Ich begrüße nun herzlich unseren heutigen Vortragenden, Herrn Magister Karl Waser. Er ist Steuerberater und Partner bei der Eikon Wirtschaftstreuhand GmbH und Head of Global Employment Services. Und ich darf damit auch schon an Herrn Magister Waser übergeben. Besten Dank, Herr Raab. Herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite zum heutigen Vormittag Mitarbeitergewinnbeteiligung versus Teuerungsprämie. Was ist in der Praxis zu beachten? Wir werden uns ja in den nächsten 1,5 Stunden, sozusagen, wie der Herr Raab schon gesagt hat, intensiv damit auseinandersetzen. Was ist die Mitarbeitergewinnbeteiligung? Was ist die Teuerungsprämie? Wo unterscheiden sich die beiden Modelle? Was ist eigentlich sinnvoll, sozusagen, insbesondere wenn man ein neues Modell aufsetzt, welches sollte man da jetzt entsprechend dann wählen? Und schauen Sie im Abschluss auch noch das Thema dann ein bisschen mit der Rückumwidmung dann entsprechend dann an. Danke. Bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht noch ein paar Punkte zu meiner Person. Mein Name ist Karl Waser, ich bin Steuerberater und Partner bei der Eikon Wirtschaftstreuhand GmbH hier in Linz, leite hier bei uns die Service Line Global Employment Services. In dieser Service-Line beschäftigen wir uns mit allem, was sich ja mit allen Themen rund um Personalbesteuerung, Sozialversicherung, Arbeitsrecht und das sowohl sozusagen bei rein innerstaatlichen Themen, also klassisches Lohnsteuerrecht, aber auch mit einem sehr starken Fokus auf Auslandsentsendungsthemen. Ja. Genau, die Agenda habe ich Ihnen vorher schon kurz angekündigt. Die finden Sie auf dieser Folie nur mal kurz drauf. Also wir werden starten mit der einkommensteuerfreien Gewinnbeteiligung, werden uns entsprechend die Voraussetzungen anschauen diesbezüglich. Wir haben zu dem Thema ja im März, glaube ich, war es schon mal ein Webinar auch gemacht. Zu dem damaligen Zeitpunkt war allerdings sehr viel noch offen, das dann geklärt wurde durch ein späteres BMF-Schreiben. Und ich habe Ihnen das entsprechend dann auch eingebaut. Dann. Also es ist, glaube ich, insbesondere beim Bereich Gewinnbeteiligung ist mittlerweile sehr vieles geklärt. Zweifelsfragen gibt es natürlich noch wie vor. Wir werden uns da mal Punkt 2 anschauen, demgegenüber die abgabenfreie Teuerungsprämie. Man sieht schon sehr schön auf dieser Folie, der große Unterschied ist auch im Umfang der Steuerbefreiung. Werden uns dann beim Punkt 3, das ist eine Folie, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, nochmal wirklich dann detailliert gegenüberstellen, in welchen Aspekten unterscheidet sich denn jetzt die Gewinnbeteiligung zur Teuerungsprämie. In einigen Bereichen ist es eigentlich gleich, in einigen gibt es dann doch wesentliche Unterschiede. Wir werden uns dann diese Umwandlungsfälle anschauen, die sich, glaube ich, gerade jetzt die nächsten Wochen und Monate sozusagen bis zum Jahreswechsel noch sehr stark stellen werden. Ja, wie weit wandle ich sozusagen eine Gewinnbeteiligung in eine Teuerungsprämie um und wie geht das überhaupt? Ja? Und am Schluss habe ich dann noch ein paar praktische Tipps mitgenommen, ja, die es aus meiner Sicht da jetzt entsprechend zu beachten gilt. Ja. Damit fangen wir auch schon mit dem ersten Teil an. Gewinnbeteiligung.
Sie finden auf dieser Folie drauf alle Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Mitarbeitergewinnbeteiligung steuerfrei gewährt werden kann. Und das sind doch einige, man sieht es auf dieser Folie sehr, sehr gut. Und bitte eben die grüne Box unten beachten. Achtung, für die Steuerfreiheit müssen alle diese Voraussetzungen erfüllt sein. Ja. Geregelt ist das Ganze in § 3 Absatz 1 Ziffer 35 StG. Der § 3 enthält sämtliche Steuerbefreiungen, die es im StG gibt. Und da ist eben mit dem ökosozialen Steuerreformgesetz jetzt ab 2022 diese Mitarbeitergewinnbeteiligung als neue Begünstigung hinzugekommen. Ganz kurz die Voraussetzungen im Überblick. Es muss eine Gewinnbeteiligung gewährt werden. Sie muss an aktive Arbeitnehmer gewährt werden. Sie muss entweder an alle Arbeitnehmer gewährt werden oder an bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern. Es gibt dann auch eine Deckelung, also eine Art Verprobungsrecht, die wir uns auch schon anschauen werden, nämlich sozusagen die Summe der gewährten Mitarbeitergewinnbeteiligungen muss im Gewinn grundsätzlich des vorangegangenen Kalenderjahres gedeckt sein. Nächste Voraussetzung, die Mitarbeitergewinnbeteiligung darf nicht aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift gezahlt werden. Wir werden uns auch das genau anschauen, was darunter zu verstehen ist. Sie darf nicht anstelle des bisher gezahlten Arbeitslohns oder einer üblichen Lohnerhöhung geleistet werden. Also mit einem sozusagen knackigen Wort zusammengefasst, es darf keine schädliche Gehaltsumwandlung hier passieren. Und zur Gewinndeckung gibt es dann einen weiteren Deckel. Diese Befreiung ist maximal möglich gedeckelt mit 3.000 Euro pro Kalenderjahr und Arbeitnehmer. Also man sieht schon, das Ganze ist gar nicht so einfach sozusagen dann geregelt. Da gibt es doch eine Reihe von Voraussetzungen. Und die werden wir uns jetzt in Folge alle ein bisschen genauer anschauen. Sie werden sehen, der Teufel steckt dann doch bei gewissen Bereichen im Detail. Also die folgenden Folien stellen jetzt diese ganzen Voraussetzungen, Tatbestandsmerkmale nochmal näher dar und geben da jetzt einfach gewisse Zusatzinformationen. Vielleicht vorweg gesagt, alles, was Sie jetzt auf den Folien finden oder das meiste davon, ist entnommen aus mittlerweile zwei BMF-Schreiben, die es zum Thema Mitarbeitergewinnbeteiligung gibt. Also das BMF war dann doch sehr schnell, hier ergänzende Informationen herauszugeben. Es ist so, dass meistens einmal im Jahr oder auch in unregelmäßigeren Zeiträumen die Lohnsteuerrichtlinien gewartet werden. Das hat man beim BMF dann Gott sei Dank auch gar nicht mehr abgewartet, ja, weil einfach in der Zwischenzeit schon diese Gewinnbeteiligungen auch gewährt wurden. Also hat daher separate BMF-Schreiben gegeben, die ich in diesen Folien sozusagen auch jetzt entsprechend diesen Tatbestandsmerkmalen da mit verarbeitet habe. Also das meiste, was Sie jetzt drauf finden, hier sind eben BMF-Aussagen aus diesen BMF-Infos, aber auch teilweise dann noch eigene Anmerkungen. Ich werde es dann entsprechend dann erwähnen. Vielleicht starten wir mit dem ersten Tatbestandsmerkmal, und das ist schon mal gar nicht so leicht, nämlich das Gesetz spricht davon, dass wir eine Gewinnbeteiligung brauchen. Also nur Gewinnbeteiligungen sozusagen sind steuerfrei gewährbar. Und es gibt aber im Gesetz selbst keine Definition, was denn jetzt eigentlich eine solche Gewinnbeteiligung, die Arbeitnehmer da jetzt bekommen, sein soll. Ja. Das BMF hat das aber letztlich im Zuge einer solchen BMF-Info schon definiert, nämlich ganz allgemein als vergangenheitsbezogene Beteiligung am Vorjahresergebnis, zu welchem die Mitarbeiter beigetragen haben. Ja, das ist sozusagen die ganz grundsätzliche Definition einer Gewinnbeteiligung. Ja. Und jetzt, wenn man sich das jetzt natürlich anschaut, wie Unternehmen solche Gewinnbeteiligungsmodelle aufsetzen, gibt es dann natürlich ganz, ganz verschiedenste Ausprägungen. Ja. Und die Frage ist sozusagen, wie stelle ich jetzt für mein konkretes Gewinnbeteiligungsmodell im Unternehmen fest, ob das jetzt auch als Gewinnbeteiligung jetzt im Sinne dieser Bestimmung gesehen wird. Ja? Und das schauen wir uns jetzt bei diesen Folien, sozusagen bei diesem Punkt Ausprägungen ein bisschen genauer an. Ja? Es gibt verschiedenste Ausprägungen. Es kann so sein, und das würde ich sagen, ist sogar öfter anzutreffen, dass die Gewinnbeteiligung von leistungsbezogenen Kriterien abhängig ist. Ja, also es ist schon sehr oft so, dass zum Beispiel die Geschäftsführung, der Vorstand eben zu Beginn eines Jahres kommuniziert und sagt, okay, wenn wir diese und diese Ziele, Kriterien, KPIs erfüllen, dann bekommt jene und jene Gruppe zum Beispiel eine Mitarbeitergewinnbeteiligung dann im Folgejahr entsprechend. Ja, das ist üblich und ist an sich auch kein Problem, ja, sondern trotzdem auch
würde auch diese Vorgaben der Gewinnbeteiligung entsprechend erfüllen. Aber, und das ist ganz ein wichtiger Hinweis aus der Praxis jetzt, es dürfen, so sozusagen ergibt sich das jetzt aus den BMF-Infos, es dürfen nur kollektive Kriterien ist gleich Ziele sein, nicht individuelle Kriterien. Ja? Also was überhaupt kein Problem wäre, wäre zu sagen, die Gewinnbeteiligung wird zum Beispiel an alle Mitarbeiter gezahlt, wenn wir diesen und jenen Umsatz erreichen, wenn wir diesen und jenes Umsatzwachstum erreichen, wenn wir diesen und jenen Deckungsbeitrag, Gewinn, Marktanteil für das ganze Unternehmen oder einen bestimmten Bereich erreichen. Also mit anderen Worten, ich kann die Gewinnbeteiligung sehr wohl von der Erfüllung dieser Bedingungen abhängig machen. Ja. Aber ganz wichtig, das dürfen eben nur, ich habe es jetzt da genannt, kollektive Kriterien sein. Was verpönt ist aus Sicht des BMF, ist zu sagen, ich vereinbare mit individuellen Mitarbeitern individuelle Ziele, zum Beispiel wie viele Kundenbesuche muss ein Vertreter machen, ja, wie ist das Ergebnis aus einem bestimmten 360-Grad-Feedback für einen Mitarbeiter und so weiter. Das würde das BMF als Leistungs sozusagen Belohnung sehen, die nicht als Gewinnbeteiligung im Sinne dieser Bestimmung anzusehen ist. Aber wenn es eben kollektive Ziele sind, dann ist es sehr wohl möglich, die dann euch als steuerfreie Gewinnbeteiligung entsprechend zu behandeln. Ja. Wichtig ist, wenn man solche Bedingungen sozusagen definiert, dann sollten diese objektivierbar und bestimmbar sein, so schreibt sozusagen das BMF hinein. Ja. Und sie können sich eben auf das gesamte Unternehmen beziehen oder einzelne Bereiche. Beispiele habe ich Ihnen schon entsprechend dann genannt. Das können finanzielle Ziele sein oder auch nicht finanzielle Kriterien sein. Ja. Also es könnte klassisch wirklich ein EBIT-Ziel sein, aber es könnte auch zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsziel, das irgendwie qualitativ beschrieben sein ist, entsprechend dann sein. Ja. Also Gewinnbeteiligung kann von leistungsbezogenen Kriterien abhängig sein, aber wie gesagt, darauf achten, dass sozusagen das kollektive Ziele sind und nicht individuell mit jedem Mitarbeiter vereinbart, weil das sieht das BMF sozusagen als problematisch an. Ja. Ich habe es Ihnen nach unten dann nochmal angeführt. Rein steuerlich gesehen würde daher dafür viel sprechen, wenn man sagt, man würde es steuerlich optimieren, individuelle Ziele mehr zu kollektiven Zielen sozusagen hinzuverschieben. Ja. Und das kann auch jetzt keine schädliche Bezugsumwandlung sein, wenn ich sozusagen einfach für die Zukunft entsprechend die Zielkriterien abändere. Ja. Eine weitere Ausprägung, die es gibt, ist natürlich, dass die Gewinnbeteiligung nicht von leistungsbezogenen Kriterien abhängig ist. Was ist darunter jetzt zu verstehen? Das ist sehr oft so, dass ja, im Nachhinein sozusagen, wenn das tatsächliche Ergebnis eines bestimmten Wirtschaftsjahres vorliegt, der Vorstand, die Geschäftsführung des Unternehmens sozusagen dann einfach von Jahr zu Jahr neu entscheiden und sagen, okay, das Jahr ist sehr gut gelaufen, daher geben wir allen unseren Mitarbeitern eine Prämie, sage jetzt zum Beispiel von 1.000, 1.500 Euro. Ja. Da wäre sozusagen, werden vorab keine leistungsbezogenen Kriterien definiert. Die Mitarbeiter erhalten Prämien im Nachhinein auf freiwilliger Basis, meistens unter Widerrufsvorbehalt, dass man sozusagen dann nicht arbeitsrechtlich in ein Problem reinrutscht, dass man das dann, dass die Mitarbeiter dann einen Anspruch sozusagen erwerben würden. Und das wird oft eben gemacht im Nachhinein nach Feststellung des Jahresabschlusses. Ja. Das sind die zwei wesentlichsten Ausprägungen. Ja. Sie sehen daher schon, letztlich hat man einen sehr großen Gestaltungsspielraum und das ist auch gut. Ja. Es wäre, glaube ich, auch nicht gut, jetzt sein Gewinnbeteiligungsmodell komplett umbauen zu müssen, nur weil es steuerlich so ist. Das Steuerrecht passt sich doch sehr flexibel dem an. Ja. Aber wie gesagt, sehr kritisch sind eben diese individuellen Zielkriterien mit den einzelnen Mitarbeitern. Ja. Wichtig aus meiner Sicht noch zu beachten, dieses letzte Kästchen, das da noch unten ist. Achtung bitte, der Gewinn ist aber immer die maßgebliche Größe für die Berechnung des maximal steuerfreien Gesamtbetrags. Ja. Das ist dann ein anderes Kriterium. Ein anderes Kriterium ist diese Gewinndeckung. Ja. Und da ist immer der Gewinn, wir schauen uns das dann genau an, wie der definiert wird, die maßgebliche Größe für die Frage, wie viel kann ich meinen Mitarbeitern insgesamt steuerfrei zuwenden. Wir haben schon besprochen, und auch da steckt der Teufel im Detail drinnen, dass ein weiteres Kriterium jenes ist, dass die Mitarbeitergewinnbeteiligung nur aktiven Arbeitnehmern gewährt werden kann. Ja, also gewähren kann es sich jedem nur steuerfrei, sozusagen geht es eben nur für aktive Arbeitnehmer. Und aufgrund dieser Formulierung stellen sich jetzt schon zwei Fragen. Ja. Das eine ist natürlich, was ist denn überhaupt ein Arbeitnehmer? Ja, das klingt auf den ersten Blick sehr einfach, aber auch da muss man genauer drauf schauen. Ja. Und das zweite ist, was versteht das Gesetz unter einem aktiven Arbeitnehmer? Und beides hat das BMF erfreulicherweise in diesem Schreiben auch doch sehr gut und aus meiner Sicht auch großzügig und pragmatisch definiert. Ja. Bezüglich der Frage, wer Arbeitnehmer ist, der jetzt da sozusagen von der Steuerbegünstigung profitieren kann,
ist es so, dass das BMF sagt, das sind Personen, die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erzielen. Also maßgeblich, ganz wichtig ist hier nicht ein arbeitsrechtlicher Arbeitnehmerbegriff, sondern ein rein steuerlicher Arbeitnehmerbegriff, nämlich jener Personenkreis, der eben Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erzielt. Am plakativsten kann man das, glaube ich, damit dann erklären, welche Personen damit ausgeschlossen sind. Ja. Ausgeschlossen sind damit Freidienstnehmer, die ja Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen im Regelfall, ja. Wären auch oder ausgeschlossen sind auch wesentlich beteiligte Geschäftsführer einer GmbH, ja, die mehr als 25% an der GmbH beteiligt sind, die eigentlich ein Dienstverhältnis haben, aber eben steuerlich wären das Einkünfte aus oder sind das Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Ausgeschlossen sind bloß familienhaft mitarbeitende nahe Angehörige. Wenn ich sage, ich mache da gar keinen Dienstvertrag, sondern da unterstützt mich einfach sozusagen, ohne dass es da einen Dienstvertrag gibt. Ebenfalls ausgeschlossen sind damit mitarbeitende Kommanditisten, ja, die ebenfalls Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen. Und ausgeschlossen damit, das geht jetzt schon in dieses Tatbestandsmerkmal aktive Arbeitnehmer, sind damit auch Pensionisten und ehemalige Mitarbeiter. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich gebe sozusagen Personen, die vor 3, 4 Jahren das Dienstverhältnis schon beendet haben, noch bevor aus welchem Grund noch immer, weiterhin steuerfrei eine Mitarbeitergewinnbeteiligung. Ausgenommen davon sind aber die sogenannten Nachzahlungsfälle, die wir uns auf der nächsten Folie nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ja. Voraussetzung ist damit ein aufrechtes Dienstverhältnis. Ja. Und zwar, und auch das ist wichtig fürs Verständnis, bezogen auf jenes Jahr, für das die Prämie gewährt wird und nicht bezogen auf das Auszahlungsjahr. Also ich habe Ihnen da ein Beispiel dann auf der nächsten Folie mitgenommen, wo man das sehr schön sieht. Ich prüfe das Bestehen des aktiven Dienstverhältnisses für das Jahr, für das die, auf das sich sozusagen die Prämie bezieht und nicht für das Jahr, für das es ausgezahlt wird, weil es klafft sehr oft eben auseinander. Ja. Und ein teilweise fehlender Entgeltanspruch in diesem Jahr, in diesem relevanten Prämienjahr, ist unschädlich. Wir schauen uns das mit den Beispielen an, dann glaube ich, wird es klarer. Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt, der sich auch jetzt eher in den letzten Monaten ein bisschen herauskristallisiert hat jetzt aus der Praxis und die Fälle sind sehr häufig, ja. Die Steuerbefreiung kann nach Meinung des BMF nur für Zahlungen des unmittelbaren Arbeitgebers angewandt werden. Ja. Also was ausgeschlossen ist, ist eine Steuerbefreiung zu lukrieren für sogenannte Entgelte von dritter Seite. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei ganz wesentliche Ausprägungen, die nicht begünstigt sind. Das sind zum Beispiel eben Zahlungen der Konzernmuttergesellschaft oder irgendeiner Konzerngesellschaft an einen Arbeitnehmer einer anderen Konzerngesellschaft. Also der klassische Fall wäre eben die Konzernmutter leistet zusätzliche Zahlungen für Arbeitnehmer der Konzerntöchter. Ja. Das ist sozusagen nicht möglich, in diesem Fall die Mitarbeitergewinnbeteiligung entsprechend anzuwenden. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, bitte auch das zu beachten, zur sogenannten Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Ja. Es gibt ja daneben, da hat sich überhaupt nichts geändert, neben der Möglichkeit, Mitarbeiter am Gewinn zu beteiligen, auch die Möglichkeit, Mitarbeiter am Kapital des Unternehmens zu beteiligen. Und da ist es interessanterweise und auch gut so, ja, schon so möglich, dass die Muttergesellschaft, die im Regelfall dann auf der Börse notiert ist, oder eine AG ist, wo es dann auch einfach geht, Kapitalbeteiligungen steuerbegünstigt auch an Arbeitnehmer der Konzerngesellschaften gewähren kann. Bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung geht das eben nicht. Ja. Der zweite Anwendungsfall von diesem kritischen Entgelt von dritter Seite ist aus meiner Sicht sind Arbeitskräfteüberlassungsfälle. Und auch hier gibt es immer wieder Fragen. Also sehr oft ist es gewünscht, dass sozusagen der Beschäftiger, der sozusagen bei der Arbeitskräfteüberlassung jenes Unternehmen ist, bei dem der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitet, aber zu dem es keinen Dienstvertrag gibt, dass der eben eine Prämie auszahlen will oder eine Beteiligung. Ja. Auch das ist nicht möglich. Wenn sozusagen jetzt der Beschäftiger unmittelbar einen Arbeitnehmer des Überlassers auszahlen würde, wäre das nicht, wäre es wiederum Entgelt von dritter Seite und wäre nicht begünstigungsfähig, was natürlich sehr wohl geht, ist, dass der Arbeitskräfteüberlasser, wenn er alle anderen Kriterien erfüllt, diese Mitarbeitergewinnbeteiligung begünstigt auszahlt. Kommen wir zu den kurz angekündigten Beispielen, ja, aber es ist ja sehr praxisrelevant. Wir haben hier zum Beispiel den Herrn A., der mit 1.3.2022 die Alterspension antritt und im April 2022 erhält er eine Nachzahlung von seinem ehemaligen Arbeitgeber in Form einer Gewinnbeteiligung für das Jahr 2021. Ja, also ganz klassische Fall und der kommt sehr oft vor. Man sozusagen vereinbart oder lobt eine sozusagen Gewinnbeteiligung für ein bestimmtes Jahr aus.
Die wird aber dann erst im nächsten Kalenderjahr entsprechend dann ausgezahlt, ja, dass man sieht, wie war das Ergebnis wirklich, sind diese kollektiven Ziele erreicht worden. Ja. Und die Auszahlung erfolgt dann im Zeitpunkt, wo einzelne Mitarbeiter gar nicht mehr im Unternehmen sind, weil sie zum Beispiel mittlerweile pensioniert sind. Ja. Ist unschädlich in dem Fall, da ist eben dieser Grundsatz zu beachten, dass die Steuerfreiheit dann gewährt werden kann oder sozusagen das Kriterium des aktiven Arbeitsverhältnisses sich auf das auf jenes Jahr abzielt, in dem eben die Prämie gewährt wurde, im Sinne von zugesprochen wurde, auf das sich eben die auf das sich diese Prämie bezieht und nicht auf das Auszahlungsjahr. Ein bisschen umgekehrter Fall, aber auch sehr praxisrelevant ist der zweite, wenn wir uns die Frau B anschauen, die kehrt am 1.4.2021 aus der Elternkarenz zurück und geht ab 1.4.2021 bei ihrem Arbeitgeber der M GmbH einer Teilzeitbeschäftigung von 30 Stunden nach. Also die kommt aus der Elternkarenz zurück. Und die M GmbH gewährt ihren Arbeitnehmern im Mai 2022, also im Folgejahr, für das abgelaufene Jahr wiederum eine Gewinnbeteiligung. Und auch die Frau B erhält hier die Gewinnbeteiligung, und zwar hier in Form einer zusätzlichen variablen Vergütung von 10% auf ihr tatsächliches Jahresbruttogehalt 2021. Also das ist sehr gängig oft da, dass Gewinnbeteiligungen vereinbart werden im Prozentausmaß vom Gehalt, und das haben wir auch hier entsprechend dann. Und die große Frage auch hier wieder, ist es irgendein Problem, dass die Frau B in jenem Jahr, auf das sich sozusagen die Gewinnbeteiligung jetzt bezieht, gar nicht das ganze Jahr gearbeitet hat, beziehungsweise unter Anführungszeichen nur in Teilzeit gearbeitet hat. Und auch hier ist das BMF sehr klar, die Gewinnbeteiligung kann auch für die Frau B bei Erfüllung aller sonstigen Voraussetzungen bis zum maximalen Betrag von 3.000 Euro lohnsteuerfrei abgerechnet werden. Ja. Und ganz wichtige Zusatzaussage, ja, und die ist eigentlich sehr großzügig, ja, und daher auch sehr zu begrüßen, es ist keine Aliquotierung des maximalen lohnsteuerfreien Betrags vorzunehmen. Also diese 3.000 Euro pro Arbeitnehmer stehen dem Mitarbeiter ganz unabhängig davon zu, ob er jetzt 40 Stunden, 38,5, 30, 20 Stunden arbeitet. Ja. Es ist dieser Maximalbetrag nicht zu aliquotieren. Ja. Auch das ergibt sich sozusagen aus diesem Beispiel heraus. Ja. Gut, damit haben wir uns schon zwei ganz wesentliche Kriterien angeschaut, nämlich das Vorliegen einer Gewinnbeteiligung und das Vorliegen eines aktiven Arbeitsverhältnisses. Beides muss erfüllt sein. Und wir kommen zum nächsten Kriterium, das erfüllt sein muss. Und das ist in der Praxis eines, das uns ja doch immer wieder auch in der Beratung, aber auch in den Unternehmen ein großes Kopfzerbrechen macht. Das ist nämlich jenes, dass das Gesetz sagt, eine steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung kann nur dann gewährt werden, wenn sie entweder allen Arbeitnehmern eines bestimmten Unternehmens gewährt wird oder bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern. Und jetzt stellt sich die Frage, was heißt das in der Praxis und wie stelle ich fest, ob dieses Kriterium erfüllt ist? Und hier, glaube ich, ist es wichtig, sich einmal ein bisschen vor Augen zu führen, welche Varianten es denn jetzt hier eigentlich geben kann. Die Variante 1, die sehr oft anzutreffen ist, ist, dass wirklich ausnahmslos alle Arbeitnehmer eine Gewinnbeteiligung bekommen. Das ist insbesondere kleineren Unternehmen oft der Fall, aber auch durchaus bei sehr großen Unternehmen. Meistens aber da eher in Form, dass man sagt, das Jahr ist gut gelaufen und jetzt bekommen wirklich alle Mitarbeiter, nachdem das Ergebnis feststellt, eine Prämie in Höhe von X. Das ist in der Regel unkritisch, weil das Gesetz sagt, wenn alle Arbeitnehmer die Gewinnbeteiligung bekommen, dann soll die Begünstigung zustehen. Und es festzustellen, ob alle Mitarbeiter das bekommen, ist im Regelfall gar nicht, ist jetzt nicht so schwierig. Ein wichtiger Gedanke, aber trotzdem, es ist eigentlich kaum so, dass letztlich wirklich alle Arbeitnehmer die Gewinnbeteiligung bekommen, sondern es ist sehr oft so, dass es doch gewisse Gruppen gibt, ja, oder gewisse Personen, die man wieder herauslöst. Ja. Und auch das ist möglich, also die Gegenausnahme bestimmter Gruppen, die jetzt die Gewinnbeteiligung nicht bekommen, wird anerkannt, wenn wiederum für die ausgenommene Gruppe die Voraussetzung erfüllt ist, dass es eine bestimmte Gruppe ist, ja, die nicht willkürlich gebildet wurde, sondern die sozusagen nach betriebsbezogenen oder sozialen Merkmalen definiert wurde. Ja. Also sehr interessant sagt zum Beispiel das BMF in einem der BMF-Schreiben, es wäre zum Beispiel möglich, die geringfügig Beschäftigten herauszunehmen. Ja. Es bekommen faktisch alle die Mitarbeitergewinnbeteiligung, mit Ausnahme zum Beispiel der geringfügig Beschäftigten. Rein steuerlich wäre es da jetzt kein Problem. Ja. Bitte aber darauf achten, natürlich, das hat auch sehr oft arbeitsrechtliche Implikationen, die wir uns da nicht anschauen, sprich Teilzeitdiskriminierung und so weiter, die man sich auch anschauen muss. Das Thema ist natürlich hier auch entsprechend
zu beachten, aber man kann sich ja mitnehmen, ich kann schon, wenn ich saubere Gruppen bilde, auch aus diesen allen eine Gruppe herauslösen, die sie nicht bekommt. Es muss sachlich und objektiv begründet sein. Sehr häufig anzutreffen ist jetzt eben diese zweite Variante, dass nicht alle Mitarbeiter, alle Arbeitnehmer eine Gewinnbeteiligung bekommen, sondern eben bestimmte Gruppen. Und da ist einmal die wirklich große Voraussetzung jene, dass man sagt, die Gruppenbildung muss nach betriebsbezogenen oder sozialen Merkmalen erfolgen. Sie muss anhand objektiver Kriterien sachlich begründet und nachvollziehbar sein. Es darf nicht zu einer willkürlichen Aufnahme oder Nichtaufnahme kommen. Ja. Man muss da jetzt vielleicht dazu sagen, dieses Gruppenkriterium im Rahmen des Lohnsteuerrechts, im Rahmen dieses § 3, der die Begünstigungen regelt, ist jetzt nichts wirklich komplett Neues. Ja. Das ist bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung anzuwenden. Das hat es aber auch vorher schon für ganz viele andere Steuerbegünstigungen gegeben. Ja. Zum Beispiel an den steuerfreien Kinderbetreuungszuschuss oder auch das Gruppenkriterium hat man auch schon gefunden im Rahmen der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Ja. Hintergrund ist einfach, dass man sagt, der Arbeitgeber soll sich jetzt nicht willkürlich bestimmte Personen rauspicken können und denen sozusagen das jetzt zukommen lassen, sondern es muss eine sachliche Begründung geben, warum ich einzelnen Gruppen das gebe und nicht. Ja. Und weil dieses Gruppenkriterium schon länger existiert, gibt es da natürlich schon auch einiges an Aussagen dazu, die man schon bisher in den Lohnsteuerrichtlinien gefunden hat. Ja. Also man hat rund um Randziffer 75 Lohnsteuerrichtlinien schon bisher zulässige Gruppen gefunden, zum Beispiel die sogenannten Großgruppen. Dass man sagt, eine Gruppe, die zulässig wäre, wäre zu sagen, wir geben es allen Arbeitern, wir geben es allen Angestellten, wir geben es allen Schichtarbeitern, wir geben es allen, die eine gewisse abgegrenzte Berufsgruppe sozusagen im Unternehmen darstellen. Das wäre ein zulässiges betriebsbezogenes Gruppenmerkmal. Ebenfalls zulässig wäre es, und auch das findet sich sehr oft, insbesondere wenn man an das Thema Mitarbeiterbindung denkt, die ja natürlich bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung eine große Rolle spielt, eine weitere Gruppenbildung ist möglich, dass man sagt, man nimmt bestimmte Gruppen dazu, die haben einen Anspruch auf die Mitarbeitergewinnbeteiligung, wenn sie eben eine bestimmte Betriebszugehörigkeit aufweisen. Man sagt, ja, okay, Mitarbeiter, die 3 Jahre, 2 Jahre, 5 Jahre da sind, sind eine Gruppe, die bekommen das, das wäre möglich. Und ebenfalls möglich, auch das ist ein interessanter Punkt, wäre es ans Beschäftigungsausmaß zu knüpfen. Also in der Extremausprägung wiederum könnte man sagen, wir wollen, dass die Leute mehr arbeiten, aus der Teilzeit herausgehen und wir geben das allen Mitarbeitern, die 30, 40 Stunden aufherzuarbeiten, sage ich jetzt einmal. Auch das wäre anerkannt, Betriebszugehörigkeit, Beschäftigungsausmaß sozusagen hier als Gruppenkriterium mit hineinzunehmen. Man kann natürlich diese Gruppen auch entsprechend dann kombinieren und sagen, Angestellte, die so und so lange im Unternehmen sind. Ja, es muss alles sozusagen für sich begründet und nachvollziehbar sein. Eine Frage, die immer wieder an uns herangetragen wird, ist die Frage, können denn auch die leitenden Angestellten sozusagen eine Gruppe sein? Ja? Und hier war es bislang so, dass in den Lohnsteuerrichtlinien das eher ablehnend gesehen wurde, dass man gesagt hat, na, die leitenden Angestellten an sich sozusagen eher angelehnt ans Arbeitszeitrecht, leitende Angestellte können für sich keine Gruppe sein. Ja? Das ist momentan ein bisschen in der Schwebe, muss man dazu sagen. Wir haben hierzu für einige unserer Klienten sogenannte § 90 Anfragen auch gestellt, die zum Beispiel den Führungskräften, ja, den Abteilungsleitern ja, sehr wohl die Mitarbeitergewinn und nur diesen die Mitarbeitergewinnbeteiligung geben wollen. Ja. Bislang liegt es eigentlich de facto on hold bei den Finanzämtern und wird nicht wirklich beantwortet. Ja. Und interessanterweise, vielleicht ein kurzer Ausblick, es ist vor 2 Wochen, 3 Wochen der Lohnsteuerrichtlinienwartungserlass in die Begutachtung gegangen. Und hier, wenn ich es richtig interpretiere, ist es so, dass es zukünftig sehr wohl möglich sein kann, de facto auch Führungskräften dieses Gruppenkriterium zuzumessen und es sozusagen auf diese Gruppe zu beschränken. Ja. Aber, so steht es momentan im Entwurf drinnen, es muss möglich sein, sozusagen eine Art Verantwortungsgrad bilden zu können, ja, nach einem Stellenbeschreibungssystem oder nach sonstigen Kriterien, wo ich sage, okay, dieser und jener Mitarbeiter hat einen bestimmten Verantwortungsgrad, ist Teil dieser Führungskräftegruppe und ist daher nach diesen objektiven Kriterien Gruppenmitglied und diese Gruppe kann daher die Mitarbeitergewinnbeteiligung steuerfrei lukrieren. Ja. Aber Sie sehen schon, da wird es jetzt schon eher spannend und auch ein bisschen grau, ja, aber vielleicht ist es über den Lohnsteuerrichtlinienwartungserlass zukünftig besser geregelt.
Großes praktisches Thema, was ist mit der Vereinbarung von Auszahlungsvorbehalten? Ja, sehr oft ist es so, dass ich sage, ich gebe den Mitarbeitern eine Gewinnbeteiligung, ja, vereinbare die vielleicht sogar vorab, ja, und vereinbare aber auch vorab in den Konditionen einen Auszahlungsvorbehalt. Das bedeutet, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, bekommt genau jener Mitarbeiter der Gruppe die Mitarbeitergewinnbeteiligung nicht. Ja. Und das ist auch möglich laut BMF, wenn diese Ausschlusskriterien nach objektiven Kriterien definiert und vorab auch dokumentiert werden. Ja. Also wenn man sagen würde, ich gebe dieser Gruppe zwar grundsätzlich die Mitarbeitergewinnbeteiligung, ja, allerdings wenn sich einer der Gruppenmitglieder, der Mitarbeiter einer Pflichtverletzung sozusagen zu Schulden kommen lässt in dem jeweiligen Jahr, dann bekommt er soll er die Mitarbeitergewinnbeteiligung nicht bekommen. Ja. Das ist möglich, aber ganz wichtig, da muss genau definiert werden, was jetzt wirklich zum Verlust dieses Prämienanspruchs führt. Ja. Und dann ist auch sowas anerkannt und wird auch sehr oft so umgesetzt. Ja. Vielleicht ganz kurz, was wären Beispiele für unzulässige Gruppen? Ja. Unzulässige Gruppen wäre zum Beispiel, auch das wird immer wieder nachgefragt, zu sagen, naja, alle Mitarbeiter, die bei uns Zielvereinbarungen haben, sind einfach eine Gruppe. Ja. Das scheitert aus zwei Gründen. Zum einen, weil es dann sehr oft individuelle Zielvereinbarungen sind, die sowieso nicht sozusagen anerkannt werden. Zum anderen aber auch, weil sozusagen eine Gruppenbildung nach dem Gruppenmerkmal alle Mitarbeiter, die Zielvereinbarung haben, einfach nicht ausreichend ist. Ja. Das ist weder betriebsbezogen noch sozial definiert. Ja. Oder zum Beispiel alle Mitarbeiter, die in einem All-In-Vertrag drinnen sein sollen, eine Mitarbeitergewinnbeteiligung bekommen, das wäre nicht zulässig. Ja. Letzter wichtiger Gedanke hier, wenn ich jetzt eine Gruppe habe, ja, und die sozusagen ist ordnungsgemäß definiert und daher begünstigt und ich habe jetzt einen Arbeitnehmer, der zwar nicht zur Gruppe dazugehören würde, ich möchte dem aber aus welchem Grund auch immer trotzdem diese Zahlung sozusagen geben, dann ist auch das kein Problem. Ja. Die Gruppe, also die Mitarbeiter, die in der Gruppe sind, bekommen es eben steuerbegünstigt. Der nicht begünstigte Mitarbeiter, ja, für den muss es halt entsprechend dann steuerpflichtig abrechnen. Aber, und das ist ganz wichtig, das führt nicht zum Verlust der Steuerbegünstigung für die Gruppenarbeitnehmer. Ja. Auch diese Frage kommt immer wieder. Die dritte Variante, die es noch gibt, nur kurz auch dargestellt, sehr oft gibt es auch eine Mischung, die letztlich eher Richtung alle Mitarbeiter geht, diese Variante 3, dass nämlich zum Beispiel ein gewisser Führungskreis im Dienstvertrag einen Rechtsanspruch haben auf eine Mitarbeitergewinnbeteiligung und die restlichen Mitarbeiter, die nicht sowieso schon in dem System sind, werden dann freiwillig noch mit dazugenommen. Faktisch habe ich auch hier alle, aber in der Kombination aus zwei verschiedenen Systemen. Ja. Letzter Gedanke, das, was Sie oben in dem grünen Kästchen befinden, auch das ist natürlich eine ganz praxisrelevante Frage, wie schaut es denn aus mit Höhenstaffelungen? Ja? Kann ich innerhalb aller Arbeitnehmer oder bestimmter Gruppen sozusagen jetzt das Ausmaß der Prämie ändern? Ja? Oder müssen wirklich jetzt alle genau dasselbe erhalten? Das ist zulässig, sozusagen eine solche Staffelung zu machen, indem man zum Beispiel sagt, das ist die logischste und auch häufig, am häufigsten anzuwendende Staffelung, zu sagen, die Prämie ist ein gewisser Prozentanteil vom Bruttogehalt, der natürlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich ist, aber eben auch hier nur anhand objektiver, nachvollziehbarer Kriterien das zu machen. Also wäre zum Beispiel auch denkbar zu sagen, ich staffele die Höhe nach dem Beschäftigungsausmaß. Es bekommt jeder Mitarbeiter, alle bekommen was, aber die sozusagen eine höhere Verpflichtung haben, ja, arbeitszeitliche Verpflichtung haben, bekommen mehr. Wäre aus meiner Sicht zulässig, das zu machen. Aber wie gesagt, man muss die arbeitsrechtlichen Komponenten auch noch entsprechend mitdenken. Weiteres Thema, das wir uns jetzt auf den nächsten Folien anschauen, ist das Thema Gewinndeckung, wie man es dann auch immer bezeichnet, wird als Gewinndeckelung bezeichnet. Es ist so, und das ist trotzdem ein interessantes Kriterium, es spielt sehr wohl eine Rolle, welchen Gewinn habe ich im Vorjahr, sozusagen auf das sich die Prämie bezieht, erzielt, weil nur dann, wenn ich überhaupt einen Gewinn erzielt habe, beziehungsweise in einer gewissen Höhe, kann ich diese Mitarbeitergewinnbeteiligungen auch steuerfrei auszahlen. Also die Intention des Gesetzgebers ist schon jene, dass man sagt, begünstigt soll es nur sein, wenn das Unternehmen einen Gewinn erwirtschaftet hat und aus diesem gesamten Gewinn jetzt eben Teile an die Mitarbeiter ausgezahlt werden. Hat das Unternehmen jetzt, aus welchem Grund immer keinen Gewinn gemacht, dann geht auch die Steuerbefreiung letztlich ins Leere. Ja. Und auch das ist im Detail wieder relativ komplex, ja. Trotzdem wichtiges kurz anzusprechen. Eben die Steuerfreiheit der Gewinnbeteiligung ist mit dem im Regelfall unternehmensrechtlichen EBIT gedeckt. Ja. Wenn man drauf schaut, ist es doch sehr üblich, dass diese Mitarbeitergewinnbeteiligungen
bei Unternehmen gezahlt werden, die in der Rechtsform einer GmbH oder einer AG sozusagen fungieren. Und da ist entsprechend auf das EBIT des Vorjahres abzustellen, das Sie hier daneben auch noch, das ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung, das Sie hier nebenbei definiert sehen. Ja. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, jetzt diesen Gewinn zu berechnen. Ja. Es gibt letztlich vier Varianten. Die Variante 1 ist, wenn ich ein sogenannter § 5 Absatz 1 Ermittler bin, dann ist das EBIT maßgeblich. Als Abwandlung dazu gibt es eine besondere Vorschrift für Konzerngesellschaften, die aber sehr relevant ist, die wir uns auch anschauen werden. Die Variante 3, die ja selten vorkommt, ist der 4-1 Ermittler und die Variante 4, die es wiederum oft gibt, sind die nicht bilanzierenden Arbeitgeber. Ja. Wir schauen uns alle kurz gemeinsam durch, wie ich sozusagen jeweils jetzt den maßgeblichen Gewinn für diese Gewinndeckelung denn jetzt auch errechne. Ja. Also ich glaube, die wesentlichste Variante ist die nächste hier. Ja. Das ist die Variante des 5-1 Ermittlers. Ja. Das sind Steuerpflichtige, die nach unternehmensrechtlichen Gesichtspunkten verpflichtet sind, Rechnung zu legen, das heißt zu bilanzieren und steuerrechtlich auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb haben. Das ist aus meiner Sicht das Gros der österreichischen Wirtschaft. Ja. Also zum Beispiel jetzt insbesondere Unternehmen, die eben in Rechtsform der GmbH, AG, SE geführt werden oder aber auch Einzelunternehmen oder Personengesellschaften, die gewisse Umsatzschwellen überschreiten. Ja. Bei diesen Unternehmen muss ich jetzt schauen, wie hoch war das EBIT des im letzten Kalenderjahr endenden Wirtschaftsjahres. Und wenn das sozusagen vereinfacht gesagt höher war als das, was ich in Summe an alle Mitarbeiter an Gewinnbeteiligung auszahlen will, dann kann ich es sozusagen bis zu den 3.000 Euro, das ist der zweite Deckel, den Mitarbeitern steuerfrei zuwenden. Ganz einfaches Beispiel, die BGmbH hat hier ein abweichendes Wirtschaftsjahr, 30.09., erzielt im Wirtschaftsjahr 1.10.2022 bis 30.09.2022 ein EBIT von 200.000. Die GmbH beschäftigt 200 Arbeitnehmer, ganz einfach strukturiertes Beispiel. Sofern die BGmbH im Jahr 2022 allen Arbeitnehmern, also allen 200, eine Gewinnbeteiligung geben möchte, könnte sie das im Ausmaß von 1.000 Euro lohnsteuerfrei durchführen. Sie kann natürlich auch mehr hergeben, ja, aber die Lohnsteuerbegünstigung greift eben nur bis zu diesem maximal 1.000 Euro. Ja. Eine sehr spannende Zweifelsfrage, ob es jetzt nicht extra auf der Folie drauf ist, noch: Was ist denn, wenn, ich glaube, dass nämlich ein gesetzlicher Fehler passiert oder ein Fehler in der Konstruktion des Gesetzes? Das Gesetz sagt immer EBIT des im letzten Kalenderjahr endenden Wirtschaftsjahres. Was wäre, wenn die BGmbH hier noch im November zum Beispiel eine Gewinnbeteiligung gewähren würde? Dann wäre eigentlich, so wie das Gesetz geschrieben ist, aber das kann nicht gewünscht sein, ja, das EBIT des Vorjahres maßgebend, das aber überhaupt kein Konnex hat sozusagen zur Berechnung der Gewinnbeteiligung. Also ich glaube, man muss das so auflösen, dass das Gesetz einfach einen Konstruktionsfehler hat. Ja. Aber wäre gut, wenn das sozusagen entsprechend repariert wird, aus meiner Sicht. Ja. Die zweite Variante, und sie ist sehr praxisrelevant, ist: Was ist denn, wenn ich jetzt sozusagen in einem Unternehmen Arbeitnehmer habe und dieses Unternehmen ist sozusagen kein Standalone-Unternehmen, sondern Teil eines Konzerns? Da ist es nämlich sehr oft so, dass gerade in Konzerngesellschaften es ja so ist, dass sich diese kollektiven Ziele, die der Gewinnbeteiligung zugrunde liegen, ja nicht auf Ziele eines einzelnen Konzernunternehmens beziehen, sondern auf Ziele der Konzerngesellschaft als Ganzes, ja? Also des Konzerns als Ganzes. Und daher sagt auch das Gesetz, dass hier die Möglichkeit besteht, ist eine Möglichkeit, ja, alternativ für die Berechnung dieser Gewinndeckelung für die Arbeitnehmer in diesen Konzerngesellschaften nicht auf das jeweilige EBIT des sie beschäftigenden Unternehmens abzustellen, sondern auf das gesamte EBIT des Konzerns, abgeleitet im Regelfall aus einem UGB-Konzernabschluss oder einem befreienden Konzernabschluss, zum Beispiel nach US GAAP oder IFRS. Ja, also mit anderen Worten, ich schaue hier auf die Konzern-G&V, schaue hier für das abgelaufene Jahr, wie war hier das EBIT, und dann schaue ich, wie viele Arbeitnehmer im Konzern gibt es entsprechend, die diese Mitarbeitergewinnbeteiligung erhalten sollen, und führe hier die Deckelungsprüfung durch. Ganz wichtig, aber es handelt sich hier nur um ein Wahlrecht. Das heißt, ich kann sehr wohl individuell das auf Ebene jedes Konzernunternehmens machen. Aber ganz wichtig ist, wenn ich dieses Wahlrecht ausübe, aufs Konzern-EBIT zu schauen, und das wird aus Vereinfachungsgründen sehr oft das Einfachere sein, ja, dann kann ich dieses, dann müssen alle Konzerngesellschaften, die jetzt solche Mitarbeitergewinnbeteiligungen auszahlen, auch sozusagen auf das Konzern-EBIT schauen und mit dem Konzern-EBIT rechnen und nicht sozusagen dann wieder einzelne individuell. Ja, ganz ein wichtiger Punkt entsprechend hier. Schauen wir uns auch die anderen Varianten noch kurz durch. Also es gibt die Variante eben, dass wir Unternehmen haben, die zwar gar nicht zur Bilanzierung verpflichtet wären,
es aber trotzdem freiwillig machen, ja, das ist eigentlich da der Regelfall, die können jetzt ebenfalls oder können ebenfalls dann eben auf den sogenannten steuerbilanziellen Gewinn des Vorjahres abstellen, der sich eben aus der rein steuerlichen GmV ergibt. Ist aber eher ein Sonderfall, würde man sagen, und kommt nicht so häufig vor. Die nächste Variante wiederum ist doch ein gängigeres Thema. Ja. Wie rechne ich den Gewinndeckel, wenn ich ein nicht bilanzierender Arbeitgeber bin, also insbesondere bei kleineren Unternehmen? Da ist es so, dass die Gewinndeckung auf Basis des steuerlichen Vorjahresgewinnes zu berechnen ist. Ich kann hier, wenn ich nicht bilanziere, ja natürlich nicht auf ein EBIT abstellen, weil das EBIT eine Größe ist, die sich aus einer Gewinn- und Verlustrechnung ergibt und damit aus einem Jahresabschluss. Wenn ich jetzt keinen Jahresabschluss führe, ja, dann kann ich natürlich auf eine solche Größe nicht abstellen, soll aber trotzdem die Möglichkeit geben, hier auch hier steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligungen auszuzahlen. Insbesondere betrifft es jetzt Unternehmen, die Einnahmen- und Ausgabenrechner sind oder aus unserer Sicht zumindest auch, die den Gewinn nach einer Pauschalierungsmethode berechnen und hier ist eben auf den entsprechenden vorjahressteuerlichen Gewinn abzustellen. Ja, ganz einfaches Beispiel hier, die Frau C betreibt als Einzelunternehmerin einen kleinen Friseursalon, sie beschäftigt nur eine einzige Arbeitnehmerin, die Frau F. Die Frau C ermittelt den Gewinn des Friseursalons auf Basis einer vollständigen Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Der steuerliche Gewinn des Jahres 2021 betrug 20.000 Euro. Damit kann die Frau C ihrer einzelnen Arbeitnehmerin, hier ist das Kriterium alle Arbeitnehmer auch sehr leicht erreicht, der Frau F im Jahr 2022 eine steuerfreie Gewinnbeteiligung von 3.000 Euro zahlen. Es ginge sogar vom Gewinn her mehr, aber der letzte Deckel, den wir natürlich auch immer haben, sind einfach diese 3.000 Euro Maximum pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr und der greift eben für diesen Fall hier entsprechend dann. So viel zum Thema Gewinndeckelung und wir schauen schon zum nächsten Kriterium entsprechend. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen ein eigenartiges Kriterium. Ich bis heute noch nicht genau wirklich nachvollziehen können, wo das eigentlich genau, also ich weiß, wo es herkommt, das steht im Gesetz so drinnen, aber warum man das gemacht hat, ja, aber es ist Faktum, es ist so drinnen. Das Kriterium ist jenes, dass die Mitarbeitergewinnbeteiligung, der Anspruch auf die Mitarbeitergewinnbeteiligung sich nicht aufgrund einer letztlich schädlichen Anspruchsgrundlage begründen darf. Also ich muss schauen sozusagen, wo kommt denn meine Verpflichtung her, diese Mitarbeitergewinnbeteiligung zu leisten und für gewisse Anspruchsgrundlagen, wenn die sozusagen die Anspruchsgrundlage sind, dann sind sie schädlich. Ja. Sie finden das Ganze hier in der linken Spalte und das Gesetz, § 3 Absatz 1 Ziffer 35, verweist hier auf die schädlichen Anspruchsgrundlagen nach 68 Absatz 5 Ziffer 1 bis 6 ESTG. Ja. Und die schauen wir uns kurz durch. Also wenn Rechtsgrundlage für die Auszahlung der Mitarbeitergewinnbeteiligung wäre, eine gesetzliche Vorschrift, ja, selten eine von einer Gebietskörperschaft erlassene Dienstordnung, eine aufsichtsbehördlich genehmigte Dienstordnung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, vom ÖGB für seine Bediensteten festgelegte Arbeitsordnung, ein Kollektivvertrag oder eine Betriebsvereinbarung, die aufgrund besonderer kollektivvertraglicher Ermächtigungen abgeschlossen wurde, oder eine Betriebsvereinbarung, die wegen Fehlens eines Kollektivvertrags fähigen Vertragsteils auf der Arbeitgeberseite zwischen einem einzelnen Arbeitgeber und dem kollektivvertragsfähigen Vertragsteil auf der Arbeitnehmerseite abgeschlossen wurde. Wenn die Gewinnbeteiligung in einer dieser lohngestaltenden Vorschriften geregelt ist, dann muss ich sie gewähren, klarerweise, aber ich kann sie nicht steuerfrei gewähren, weil sie eine schädliche Anspruchsgrundlage ist. Ja. Man muss jetzt dazu sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, ja, dass sich die Anspruchsgrundlage für die Mitarbeitergewinnbeteiligung tatsächlich in einer solchen Anspruchsgrundlage befindet, sondern die Anspruchsgrundlagen sind im Regelfall eine Einzelvereinbarung mit dem Mitarbeiter oder mit vielen Mitarbeitern oder eine Betriebsvereinbarung oder überhaupt, dass man sagt, im Nachhinein gewähre ich freiwillig die Prämien und das sind alles unschädliche Anspruchsgrundlagen. Ja, also wichtig ist, wenn man sich diese Folie anschaut, nicht nur zu schauen auf die schädlichen Anspruchsgrundlagen, sondern insbesondere jene, welche sind möglich und auf diese muss man sich natürlich entsprechend fokussieren. Ja. Also unschädlich wäre eine Einzelvereinbarung mit allen Arbeitnehmern, ja, also wirklich allen Arbeitnehmern im Arbeitsvertrag zum Beispiel einen Rechtsanspruch bei Erreichung gewisser kollektiver Ziele gäbe, die Gewinnbeteiligung zu bekommen oder eben mit bestimmten Gruppen. Ja. Oder ich schließe über, also gemeinsam mit dem Betriebsrat, eine Betriebsvereinbarung, würde sich zum Beispiel anbieten, eine Betriebsvereinbarung nach 97 Absatz 1 Ziffer 16 AVG, ja, also über Systeme der Gewinnbeteiligung sowie die Einführung von Leistungs- und erfolgsbezogenen Prämien und Entgelten, ja, die wiederum dann in der Betriebsvereinbarung selbst definiert, gilt sie für alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen. Ja, das wäre eine
unschädliche Anspruchsgrundlage, eine geeignete, oder eben die dritte Variante, faktisch gar keine regelmäßige Anspruchsgrundlage zu schaffen, sondern ohne Vereinbarung, freiwillig, typischerweise mit Widerrufsvorbehalt, einfach nach Ablauf des Geschäftsjahres an alle Arbeitnehmer oder wiederum bestimmte Gruppen sozusagen freihändig dann die Mitarbeitergewinnbeteiligung zu gewähren. Ja. Gut, dann schauen wir zur nächsten. Zur nächsten Voraussetzung, die insbesondere zu Beginn, wie das Gesetz damals herausgekommen ist, größere Zweifelsfragen aufgeworfen hat, die aber aus meiner Sicht jetzt doch einigermaßen geklärt sind. Ja. Und auch das ist etwas, es ist jetzt nichts komplett Neues, sondern gibt schon in anderen lohnsteuerrechtlichen Begünstigungsvorschriften. Aber großer Merksatz ist hier, dass die Mitarbeitergewinnbeteiligung, dass es unzulässig ist, einen bereits bestehenden Bezug, auf den ich Anspruch habe und der im Regelfall eben dann steuerpflichtig abzurechnen wäre, in eine steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung umzuwandeln. Ja, also es ist verpönt sozusagen hier etwas, was vorher steuerpflichtig ist und da habe ich schon Rechtsanspruch gehabt, in eine dann noch danach sozusagen steuerfreie Anspruchsgrundlage umzuwandeln. Ja. Und das wollen wir uns anhand von drei konkreten Beispielen anschauen, weil ich glaube, dann wird es relativ klar, um was es hier eigentlich geht. Ja. Wir schauen uns jetzt an, welche Formen von Bezugsumwandlungen wären denn jetzt schädlich für die Steuerbefreiung. Wir werden uns anschauen, Variante 1, eine Umwandlung von Fixbezügen in eine Gewinnbeteiligung, die Variante 2, eine bereits vor dem 01.01.2022 vereinbarte Gewinnbeteiligung und die Variante 3, eine nach dem 01.01.2022 zusätzlich gewährte Gewinnbeteiligung. Warum schauen wir uns hier insbesondere Fälle mit Bezug auf 01.01.2022 an? Naja, weil es sozusagen die Gewinnbeteiligung faktisch mit diesem Zeitpunkt steuerfrei ausgezahlt werden kann, weil da ist das Gesetz sozusagen vollumfänglich in Kraft getreten. Ja. Schauen wir uns den ersten Fall an, das ist natürlich gleich mal ein kritischer Fall, das wäre die Umwandlung von Fixbezügen in eine Gewinnbeteiligung. Das wird in der Praxis in der Reihenform so möglicherweise selten vorkommen, aber es ist nicht ausgeschlossen, aber in Abwandlungen doch. Ja. Wir haben hier zum Beispiel die B GmbH und die vereinbart mit ihren Arbeitnehmern am 15.01.2022, also kurz nachdem sozusagen dieses Gesetz in Kraft getreten ist mit der steuerfreien Mitarbeitergewinnbeteiligung, dass deren, also die Löhne der Mitarbeiter, die laufenden Ist-Gehälter um 5% reduziert werden und sie stattdessen in selber Höhe eine Gewinnbeteiligung am EBIT des Wirtschaftsjahres 2021 erhalten. Ja. Das ist natürlich der klassischste Fall einer schädlichen Bezugsumwandlung, den man sich überhaupt vorstellen kann. Hier wird die Gewinnbeteiligung anstelle des bisher gezahlten Arbeitslohns, auf den es natürlich, selbst wenn es überkollektivvertraglich ist, ein entsprechender Rechtsanspruch besteht, ja, das ist ja völlig egal, ja, ob unter- oder überkollektivvertraglich, auf jeden Fall liegt hier eine schädliche Bezugsumwandlung vor. Man kann sowas schon vereinbaren, ja, wenn die Mitarbeiter mitspielen, was eher unwahrscheinlich ist, aber die Auszahlung der Gewinnbeteiligung kann hier eben nicht lohnsteuerfrei erfolgen, es ist genauso zu besteuern wie vorher, nämlich sozusagen steuerpflichtig entsprechend. Die Variante 2, das war die, die lange Zeit eigentlich Zweifelsfragen aufgeworfen hat, aber jetzt aus meiner Sicht doch in der BMF irgendwo auch klargestellt wurde. Das ist die vor dem 01.01.2022 bereits vereinbarte Gewinnbeteiligung. Wir haben hier die C GmbH, die ihren Arbeitnehmern bereits seit vielen Jahren auf Basis einzelvertraglicher Vereinbarungen hier angenommen hat, Betriebsvereinbarung, einzelvertragliche Vereinbarung, zusätzlich zum laufenden Bezug Prämien und zwar als Prozentsatz des jeweiligen laufenden Jahresbezuges gewährt. Aber nur dann, wenn das Unternehmen gewisse EBIT-Kennzahlen des Vorjahres erfüllt. Also ganz ein klassisches Mitarbeitergewinnbeteiligungsmodell, das es auch vor 2022 natürlich schon bei sehr vielen Firmen gegeben hat. Ja. Und jetzt wird im April 2022 erstmals für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 eine Prämienzahlung an die Arbeitnehmer, also nicht erstmals, sondern auch im April 2022 erfolgt hier für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 eine Prämienzahlung an die Arbeitnehmer. So genauso wie in den Vorjahren auch. Ja. Und die Frage war, ist das jetzt unschädlich, ja? Oder ist das ein Problem, weil das Gesetz sozusagen erst mit 2022 gilt? Wichtig einmal fürs Verständnis, das Gesetz, die einzige Notwendigkeit aus zeitlicher Sicht ist, dass die Zahlung erst nach 1. Januar 2022 erfolgt. Es ist unschädlich, dass sich die Prämie auf 2022 bezieht, das ist sehr rasch geklärt worden. Ja? Und es ist aber auch unschädlich, und das sieht mittlerweile auch das BMF so, dass die Gewinnbeteiligung vertraglich bereits vor 01.01.2022 vereinbart wurde. Es kommt hier ja gar nicht zu einer schädlichen Bezugsumwandlung. Ja. Die Vereinbarung ist vorher abgeschlossen worden.
Es wird hier keinerlei Bezug umgewandelt irgendwie. Der einzige Effekt, das ist ja halt ein gewisser Mitnahmeeffekt, wenn man das so betrachten will, ist halt, dass das, was man in der Vergangenheit schon vereinbart hat, jetzt idealerweise und aus guten Gründen eben jetzt steuerfrei ist, nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten worden ist. Also auch hier sozusagen kann die Prämienzahlung bis zu diesem maximal 3.000 Euro pro Arbeitnehmer lohnsteuerfrei erfolgen, wenn natürlich auch alle anderen Voraussetzungen entsprechend erfüllt sind. Und dann kommen wir noch zur Variante 3, die natürlich auch ein großes Thema jetzt ist, dass natürlich jetzt ab dem 01.01.2022 überhaupt das erste Mal Gewinnbeteiligungen gewährt werden. Das ist natürlich völlig unproblematisch. Also wir haben hier den Fall, die DGmbH gewährt ihren Arbeitnehmern erstmals zusätzlich zu den bisherigen Bezügen im März 2022 eine Gewinnbeteiligung für das abgelaufene Jahr 2021. Die Gewinnbeteiligung wird zusätzlich gewährt. Da habe ich überhaupt kein Thema mit einer Bezugsumwandlungsthematik. Bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen wiederum erfolgt die Auszahlung bis zu maximal 3.000 Euro pro Arbeitnehmer lohnsteuerfrei. Ja, schauen wir uns nur ein paar letzte Gedanken zur Mitarbeitergewinnbeteiligung an, bevor wir zur Teuerungsprämie wechseln. Der Höchstbetrag, die steuerfreie Gewinnbeteiligung ist gedeckelt mit bis zu 3.000 Euro. Wir haben es jetzt schon mehrmals auf den Folien drauf gehabt. Und zwar pro Kalenderjahr und pro Arbeitnehmer. Und ganz wichtig, wurde klargestellt auch mittlerweile vom BMF, das bezieht sich auf den Bruttobetrag. Ja? Das heißt, vor Abzug der Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung. Also ich kann nicht sagen, ich gebe den Mitarbeitern 3.500 Euro, rechne dann die Sozialversicherung runter und dann die 3.000 Euro, die überbleiben, sind dann trotzdem sozusagen steuerfrei, sondern die 3.000 Euro sind, da stecken WSV-Beiträge drinnen, ja, und bis zu diesem Betrag geht es. Also eher restriktive Auslegung, aber ich glaube, es ist vom Gesetzeswortlaut auch gedeckt. Ja. Und diese 3.000 Euro, auch das ist wichtig fürs Verständnis, stellen einen Freibetrag dar und keine Freigrenze. Ja. Das heißt, bei Überschreiten dieses Betrages bleibt die Steuerbegünstigung für den maximalen Betrag erhalten. So oft ist die Frage gekommen, ja, was ist, wenn jetzt aufgrund unserer Rechenmodelle der Mitarbeiter 5.000, 6.000 Euro bekommt, hat er dann ein Problem? Nein, hat er nicht. Sie können und müssen dem, wenn er einen Anspruch hat, drauf natürlich den höheren Betrag zahlen. Aber in der Lohnverrechnung können Sie natürlich nur maximal 3.000 Euro steuerfrei stellen. Das ist eben das Wesen eines Freibetrags, dass sozusagen bei Überschreiten dessen nicht die Steuerbegünstigung komplett verloren geht. Ja. Darüber hinausgehende Beträge, die wir gerade angesprochen haben, sind von der Steuerfreiheit nicht erfasst, sondern je nach Auszahlungsmodalität als laufender oder sonstiger Bezug zu erfassen. Ja, je nachdem, was ich da jetzt vereinbare, wenn ich sage, das, was drüber geht, zahle ich einmal im Jahr aus, wird es ein sonstiger Bezug sein. Wenn ich sage, und auch das ist möglich, ich wende dort zum Beispiel die sogenannte Formel 7 an und vereinbare vorweg mit dem Arbeitnehmer, dass nur ein Teil der Prämie, zum Beispiel laufend über 7 Monate gesplittet ausgezahlt wird, ja, dann ist es für das sonstige Bezug entsprechend zu erfassen. Ne? Letzter wichtiger Gedanke, das ist etwas, was man einfach sicherstellen muss in der Lohnverrechnung. Die auf die steuerfreie Gewinnbeteiligung entfallenden Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung sind steuerlich nicht abzugsfähig. Ja? Also wichtig fürs Verständnis, die Mitarbeitergewinnbeteiligung sieht ja keine Sozialversicherungsfreiheit vor. Das heißt, Sozialversicherungsbeiträge fallen an. Diese Sozialversicherungsbeiträge stehen aber jetzt im Zusammenhang mit einem steuerfreien Einkommen. Und hier greift nach ganz allgemeinen Grundsätzen der § 20 Absatz 2, der eben sagt, wenn Werbungskosten anfallen im Zusammenhang mit nicht steuerpflichtigen Einkünften, sind auch die Werbungskosten nicht von der Bemessungsgrundlage abziehbar. Ja. Das sollte im Lohnverrechnungsprogramm eh automatisch richtig gelaufen, aber ist natürlich ein weiteres, schränkt die Steuerbegünstigung oder den schönen Steuereffekt weiterhin ein bisschen ein. Ja. Zum Umfang der Steuerfreiheit der Mitarbeitergewinnbeteiligung, wir haben es schon angesprochen heute, es gibt keine Befreiung für Sozialversicherungsbeiträge, hier hätte es einer besonderen Ausnahme im ASVG bedürft, die nicht geschaffen wurde, und es gibt auch keine Befreiung für die Lohnnebenkosten. Das heißt wirklich, der einzige Vorteil, aber er ist trotzdem gut, man soll sich nicht beschweren, ist bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung die Lohnsteuerfreiheit. Alle anderen Lohnnebenkosten, die BDZ, Kommunalsteuer, Sozialversicherung, Arbeitnehmer, Arbeitgeberbeiträge sind weiterhin in vollem Umfang entsprechend abzuführen. Bei der Sozialversicherung natürlich nur innerhalb der entsprechenden Höchstbemessungsgrundlagen. Ja. Gut. Damit sind wir durch die Voraussetzungen der Gewinnbeteiligung durch und wechseln jetzt zur zweiten Begünstigung, die wir uns heute näher anschauen wollen und schauen uns auch hier jetzt einfach einmal als Erster an, bevor wir dann wirklich zu vergleichen beginnen, was sind denn die entsprechenden Voraussetzungen für die abgabenfreie Teuerungsprämie.
Sie sehen schon auf dieser Überblicksfolie, die Klammerbegriffe sind unterschiedlich und das ist bewusst so. Die Gewinnbeteiligung, und das ist der erste große Unterschied, ist eben nur Einkommensteuer, sprich Lohnsteuer befreit, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Teuerungsprämie wiederum ist komplett abgabenfrei. Ja, also Sozialversicherungen und Nebenkostenlohnsteuer in vollem Umfang und macht natürlich die Teuerungsprämie auf den ersten Blick wesentlich attraktiver. Und daher wollen wir uns jetzt auch mit den Voraussetzungen der Teuerungsprämie näher auseinandersetzen. Die Teuerungsprämie ist leider sehr, sehr unglücklich aus meiner Sicht. Also sie ist von der Formulierung unglücklich. Wir werden dann darauf zurückkommen. Es war ein bisschen ein gesetzlicher Schnellschuss, muss man leider so sagen, ja, der eben im Angesicht der aufkeimenden Teuerung damals im zweiten Quartal beschlossen wurde und ab sozusagen Juli jetzt offiziell in Kraft tritt, ist, ja, mit dem Antiteuerungspaket in Kraft gesetzt wurde, Antiteuerungspaket 2. Und es ist auch insofern unglücklich, weil es wie schon die Corona-Prämie, diese Teuerungsprämie im Gesetz irgendwo geregelt ist, das man normalerweise gar nicht findet, nämlich ganz hinten in Übergangsvorschriften 124b Ziffer 408 StG. Das war bei der Corona-Prämie schon sehr fragwürdig, ja. So eine wichtige Bestimmung irgendwo in Übergangs-, rein in einer Übergangsbestimmung zu regeln. Aber es ist halt so. Die Voraussetzungen finden Sie wiederum auf dieser Folie drauf. Es muss sich bei der Teuerungsprämie handeln um eine aufgrund der Teuerung gewerbte Zulage oder Bonuszahlung. Es muss sich um eine zusätzliche Zahlung handeln, die üblicherweise bisher nicht geleistet wurde. Sie ist mit 2.000 Euro bzw. 3.000 Euro pro Kalenderjahr und Arbeitnehmer gedeckelt, wobei, ganz wichtig, das ein einheitlicher Deckel ist, gemeinsam mit der Mitarbeitergewinnbeteiligung. Also das heißt, wenn ich schon 3.000 Euro Mitarbeitergewinnbeteiligung vor Juli zum Beispiel jetzt ausgezahlt habe, ja, dann ist sozusagen dieser Steuerfreibetrag ausgeschöpft. Ja. Da kann ich mir nur überlegen über diese Rückumwidmung, die wir uns noch anschauen, aber ich kann nicht zusätzlich noch eine Teuerungsprämie gewähren. Wäre die Mitarbeitergewinnbeteiligung nur 1.000 Euro, könnte ich nur 2.000 Euro, wenn die Voraussetzungen für die 3.000 Euro für den Maximalbetrag ist, auch noch Teuerungsprämie zusätzlich gewähren. Und die letzte Voraussetzung ist, die Teuerungsprämie wird in den Jahren 2022 oder 2023 gewährt. Mit anderen Worten, es ist eine befristete Begünstigung, die wahrscheinlich Ende 2023 ausläuft, aber auch das wissen wir jetzt noch nicht so, wie es momentan das Gesetz konstruiert ist, wird sie auslaufen. Es könnte aber natürlich sein, dass sie verlängert wird, ist momentan völlig offen. Und wiederum auch hier für die Steuerfreiheit müssen alle Voraussetzungen entsprechend erfüllt sein und die schauen wir uns wiederum an. Der erste Punkt. Es muss sich handeln um eine aufgrund der Teuerung gewährte Zulage oder Bonuszahlung. Eine der ersten Fragen, die hier ans BMF herangetragen wurde und die Gott sei Dank auch sehr pragmatisch gelöst wurde, ist, muss ich denn jetzt wirklich für den konkret betroffenen Mitarbeiter, der jetzt diese Teuerungsprämie bekommt, irgendwie nachweisen, ob der jetzt von einer Teuerungssituation betroffen ist oder nicht? Antwort des BMF, Gott sei Dank, nein, ist nicht notwendig. Also der Nachweis einer konkreten Teuerungssituation ist nicht notwendig. Ansonsten wäre es natürlich sehr schwierig, insbesondere wahrscheinlich bei Höherverdienern, zu sagen, die sind jetzt ganz massiv von einer Teuerung betroffen und daher müssen sie, also daher ist es zulässig, ihnen eine Teuerungsprämie zu bekommen. Man kann dieses Kriterium aufgrund der Teuerung faktisch vergessen. Ja. Das spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Ja. Die Teuerungsprämie ist aber gesondert am Jahreslohnkonto, Jahreslohnzettel als solches auszuweisen, das schon, ja. Und jetzt schauen wir uns diese Begriffe Zulagen oder Bonuszahlungen nochmal ein bisschen genauer an, die das Gesetz definieren. Und die sind ganz wichtig. Die Zahlung kann nämlich entweder erfolgen als befristete, und da sind jetzt zwei Rufzeichen dabei, das wichtig ist, laufende Zulage, zum Beispiel eben monatlich zusätzlich zum Grundgehalt dazu. Ja. Das darf nicht sozusagen eine Gehaltserhöhung werden, die jetzt unbefristet ist, ja. Sondern es muss sich um eine Zulage handeln, die befristet wird. Ja. Nach Meinung des BMF erhöht diese dann als laufender Bezug auch die Bemessungsgrundlage zum Beispiel für freiwillige Abfertigungen. Also wenn Sie zum Beispiel einen Mitarbeiter noch im Abfertigungsaltregime haben und der scheidet dann aus und Sie geben dem, weil nur bei denen ist es möglich, dann eine freiwillige Abfertigung, die in gewissen Grenzen mit 6% besteuert wird, dann ist es nach Meinung des BMF möglich, sozusagen sehr wohl, aber diese Teuerungsprämie in den laufenden Bezug reinzurechnen, ja, der hier auch für die Bemessungsgrundlage eine Rolle spielt. Was natürlich ebenfalls eine sehr schöne Auslegung ist, ja, aber es, die Fälle mit Abfertigung alt werden immer weniger.
Zweite Variante statt einer Zulage wäre auch die Möglichkeit, zu einer Einmalzahlung zu machen, also diese Bonuszahlung, wie es jetzt im Gesetz drinnen steht, dass man sagt, ja, ich gewähre den Mitarbeitern im Jahr 2022 zum Beispiel einmalig 2000 Euro Teuerungsbonus, ja, würde man wahrscheinlich dann so bezeichnen. Dritte Variante, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber das sind jetzt damit die drei, die wesentlich sind, wäre auch eine Gutscheinlösung, wäre möglich und auch das wird in der Praxis sehr oft gemacht, ja, dass sozusagen die Teuerungsprämie nicht in Cash oder sozusagen Lohnzahlung, ja, also als Geldzahlung ausgezahlt wird, sondern in Form eines Gutscheins. Ja, und auch das ist laut Meinung des BMF entsprechend möglich und wäre jetzt nicht schädlich für die Anwendung der Begünstigung entsprechend. Ja. Das nächste Kriterium ist leider etwas sehr Unglückliches. Das ist jetzt genau der Punkt, den ich vorher angeführt habe, wie ich gesagt habe, ich bin der Meinung, dass das Gesetz leider sehr unglücklich formuliert ist und wir haben es leider auch bei der Corona-Prämie schon so gehabt, wobei, glaube ich, damals die Tragweite noch nicht so bewusst war. Ja. Ich werde Ihnen das erklären, warum dieses Kriterium jetzt ein großes Problem ist. Ja. Das Gesetz sagt, eine Teuerungsprämie darf nur dann abgabenfrei geleistet werden, wenn es sich um eine zusätzliche Zahlung handelt, die bislang üblicherweise nicht geleistet wurde. So steht es im Gesetz drinnen. Ja. Das Problem an dieser Formulierung ist jenes, dass das, was relativ Neues ist, zum ersten Mal hat es diese Formulierung gegeben, wie die Corona-Prämie damals ins Gesetz gekommen ist, die in den Jahren 2020 und 2021 steuerfrei ausgezahlt werden konnte oder auch lohnnebenkostenfrei. Das war in diesen beiden Jahren möglich. Ja. Und auch hier gab es schon diese Voraussetzung. War aber immer ein bisschen unklar, was heißt das genau, und das wurde auch nie wirklich überbewertet, das Ganze. Ja. Das heißt, es handelt sich um ein neues, dem Lohnsteuerrecht unbekanntes Tatbestandsmerkmal, zu dem es keine Judikatur gibt und lange Zeit auch gar keine offiziellen Auslegungen der Finanzverwaltung gegeben hat. Ja. Das Einzige, was wirklich klar war in diesem Zusammenhang, war sicher, dass Fälle einer klassischen Bezugsumwandlung davon erfasst sein sollen, ja, dass die jedenfalls schädlich wären. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, ich wandle ein Ist-Gehalt um in eine Teuerungsprämie oder damals auch mit der Corona-Prämie, wahrscheinlich dasselbe, dann wäre das sicher schädlich gewesen. Ja. Aber es hat jetzt im Juni erstmals zur Corona-Prämie und dieses BFG-Erkenntnis spielt natürlich da jetzt massiv hinein, wegen derselben Tatbestandsmerkmale, eine BFG-Rechtsprechung gegeben, die sehr, sehr restriktiv ist und jetzt praktische Probleme bereitet. Ja. Die BFG-Rechtsprechung zur Corona-Prämie war nämlich so, dass das BFG gesagt hat, eine Corona-Prämie ist doch dann schädlich, wenn, Entschuldigung, steht drauf, Teuerungsprämie sollte hier heißen Corona-Prämie, wenn die Corona-Prämie statt bzw. anstelle einer Zielerreichungsprämie gezahlt wird, bei der die Ziele zwar in den Vorjahren nicht, aber im aktuellen Jahr erfüllt wurden und daher kein Anspruch entstand. Es ist eine sehr umstrittene Entscheidung, die auch in der Literatur sehr kritisch gesehen wurde. Der Fall ganz praktisch gesagt, ja, das ist jetzt kompliziert, aber der Fall war letztlich so, es war ein Unternehmen, das hat ihren Mitarbeitern in den Jahren vor 2020 immer Umsatzprämien gezahlt, sozusagen vom Umsatzwachstum abhängig. Und im Corona-Jahr 2020 war eben kein Umsatzwachstum gegeben. Ja. Und es wäre damit in diesem Jahr kein Anspruch entstanden auf Auszahlung einer solchen Umsatzprämie. Was hat das Unternehmen gemacht? Das Unternehmen hat einfach gesagt, und das haben, glaube ich, sehr viele gemacht, dann zahlen wir heute in diesem Jahr, wir möchten den Mitarbeitern trotzdem was Gutes tun, ihnen eine steuerfreie Corona-Prämie aus bis zu diesen 3.000 Euro. Das hat das Unternehmen gemacht. Und das BFG ist eben zum Schluss gekommen, das ist nicht möglich, weil damit sozusagen die Voraussetzung verletzt wurde, dass es sich um eine zusätzliche Zahlung handelt, die bislang üblicherweise nicht geleistet wurde. Mit anderen Worten, damit wurde diese Corona-Prämie nachträglich steuerpflichtig gestellt, was natürlich ziemliches Tragweite auslöst. Ja. Das BMF hat leider jetzt diese sehr restriktive Rechtsprechung übernommen, die noch dazu nicht einmal wirklich höchstgerichtlich ist, weil zum VDGH ist das Verfahren nicht gegangen. Ja. Und auch in der BMF-Info entsprechend dann übernommen und vertritt hier darüber hinaus eigentlich die Meinung, dass es schon dann schädlich ist, wenn bisher einfach in der Vergangenheit, sprich in den Jahren jetzt zur Teuerungsprämie vor 2022, Prämien jährlich freiwillig gewährt wurden, dass selbst das sozusagen die Möglichkeit letztlich sperrt, eine Teuerungsprämie abgabenfrei auszuzahlen, selbst, und das ist wirklich überraschend, wenn diese Prämienzahlungen in den Vorjahren immer unter Widerrufsvorbehalt geleistet wurden. Ja. Sie finden das Ganze auch nachzulesen in der BMF-Info vom 23.09.2022 in der Frage 15. Und natürlich stellen sich jetzt ganz viele Zweifelsfragen, die völlig unklar sind. Ja.
Wie oft muss denn sozusagen eine Prämie bisher bereits ausgezahlt worden sein vor 2022 einem bestimmten Mitarbeiter, damit es schädlich ist? Ja? Reicht es einmal? Muss es zweimal gewesen sein? Dreimal? Laut BFG würde ich sagen, ob zweimal wäre es wahrscheinlich ein Problem. Das heißt, wenn ich dem Mitarbeiter 2021 Prämien ausgezahlt habe, ja, so würde ich das BFG lesen, ja, wäre das kritisch mit der Teuerungsprämie jetzt 2022, weil ich dann keine zusätzliche Zahlung mehr hätte. Was ist, wenn Prämienzahlungen dazwischen unterbrochen wurden? Zum Beispiel ein Mitarbeiter hat 2018, 2019 eine Prämie bekommen, 20 und 21 nicht. Ja, und dann 2022 gebe ich ihm die Teuerungsprämie. Ist auch das sozusagen eine zusätzliche Zahlung, die bislang üblicherweise nicht geleistet wurde, ja, oder ist es schädlich? Und letzte Frage, muss ich das mitarbeiterbezogen betrachten? Aber es könnte natürlich sein, dass in einem Prämienmodell Mitarbeiter drinnen sind, die schon 3-4 Jahre lang immer sozusagen Prämien bekommen haben. Und dann habe ich aber Mitarbeiter, die 2022 neu dazukommen, die haben in der Vergangenheit noch nie Prämien bekommen. Zumindest für die muss es doch möglich sein, die jetzt in dieses, die einen abgabenfreien Teuerungsprämie zu bekommen. Also ich glaube, es ist nicht zulässig, hier das Unternehmen als Ganzes abzustellen, ja, sondern konkret auf den einzelnen Mitarbeiter bezogen. Ja. Aber man sieht hier schon, dieses Kriterium macht ganz viele Probleme und ist leider sehr unglücklich und findet sich leider auch so wiederum im Entwurf der des Lohnsteuerrichtlinien Wartungserlasses drin. Der Maximalbetrag bei der Teuerungsprämie, auch der leider nicht ganz unkomplex geregelt, setzt sich nämlich anders als bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung aus zwei verschiedenen Höchstbeträgen zusammen. Ja. Es gibt eine sogenannte Basisbegünstigung von 2000 Euro pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr, die nach freiem Ermessen eigentlich bestimmten Mitarbeitern gegeben werden kann. Hier gibt es kein Gruppenkriterium. Ja. Das heißt, die Bedingungen für die Gewährung dieser 2000 Euro können völlig frei definiert werden. Ich könnte zum Beispiel eine Staffelung vornehmen nach Anreiseentfernung der Mitarbeiter zum Arbeitsplatz, um zum Beispiel Spritkosten denen zu ersetzen. Ja. Ich könnte sie zum Beispiel nur neu eingetretenen Mitarbeitern geben. Das wäre steuerlich alles okay. Für die 2000 Euro habe ich kein Gruppenmerkmal oder dieses Merkmal alle nicht. Ja. Ich muss aber auch hier natürlich wiederum darauf aufpassen, auf arbeitsrechtliche Folgen entsprechend dann, ja, Gleichbehandlungsgrundsatz entsprechend zu beachten. Und dann gibt es eine weitere Zusatzbegünstigung von 1000 Euro. Und für diese Zusatzbegünstigung muss ich allerdings eine geeignete lohngestaltende Vorschrift entsprechend dann haben. Ja. Und das kann wiederum sein, eine lohngestaltende Vorschrift nach 68 Absatz 5 Ziffer 1 bis 6 oder eben, dass ich diese zusätzlichen 1000 Euro wiederum an alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen entsprechend dann geben, wobei hier auch eine Gruppenbildung nach sozialen Kriterien entsprechend anerkannt wurde. Ja. Auch hier, genau wie bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung, ist hier keine Aliquotierung dieser steuerfreien Beiträge bei Teilzeitbeschäftigten notwendig und diese kann auch wiederum an Arbeitnehmer mit einem ruhenden Echtgeldanspruch ausgezahlt werden. Eine schriftliche Vereinbarung ist ja nicht zwingend notwendig, insbesondere aber für diesen Rest 1000, so nennen wir den gerne, von 1000 Euro, von 2.000, 3.000 Euro zu empfehlen, um eben die Kriterien für eine objektiv nachvollziehbare Gruppenbildung darzustellen. Der Arbeitnehmerbegriff ist auch hier wiederum zu sehen wie bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung. Ja. Gut, damit sozusagen haben wir diese beiden Modelle durch und wir schauen uns jetzt, das aber wirklich nur überblicksmäßig, Sie können es nachlesen, an, wo ist der große Unterschied bei diesen beiden Modellen. Ja. Schauen wir uns vielleicht die wichtigsten Punkte an. Die Höhe der Begünstigung ist grundsätzlich gleich, wobei bei der Teuerungsprämie eben hier differenziert wird zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Ja. Ein Gewinndeckel gibt es nur bei der Gewinnbeteiligung, nicht bei der Teuerungsprämie. Das Gruppenkriterium bzw. alle Mitarbeiter spielen eine Rolle bei der Gewinnbeteiligung, bei der Teuerungsprämie eigentlich nur für den Rest 1000er. Ein Bezugsumwandlungsverbot gibt es in beiden Fällen. Das Kriterium, der bisher üblicherweise nicht gezahlt worden sein, gibt es nur bei der Teuerungsprämie, Gott sei Dank, nicht bei der Gewinnbeteiligung. Der Anwendungszeitraum ist bei der Gewinnbeteiligung eine Auszahlung ab Kalenderjahr 2022 unbefristet. Bei der Teuerungsprämie hingegen eine Auszahlung befristet in den Jahren 2022, 2023. Auszahlungsmodalitäten ist bei beiden gleich, kann es laufender Bezug oder als Sonderzahlung ausgezahlt werden. Und der große Unterschied ist Gewinnbeteiligung nur lohnsteuerbefreit, Teuerungsprämie vollumfänglich begünstigt. Beide sind jeweils gesondert am Jahreslohnzettel und Lohnkonto auszuweisen. Gut, damit kommen wir auch schon zu den letzten Folien und schauen uns im nächsten die Umwandlungsfälle an. Wo kommt diese Thematik her? Und ich halte das für extrem unglücklich gelöst.
Aber ich werde es Ihnen bei den Beispielen nachher dann genau zeigen. Sie sehen hier auf dieser Folie drauf den Auszug sozusagen aus dem Gesetz, in dem diese Teuerungsprämie geregelt ist. Und gelb markiert habe ich Ihnen jetzt diesen sogenannten Umwandlungsfall. Und hier steht im Gesetz drinnen, dass eine steuerfrei gewährte Gewinnbeteiligung im Kalenderjahr 2022 rückwirkend als Teuerungsprämie behandelt werden kann. Warum sollte man das eigentlich wollen? Naja, um eben den Vorteil auszuschöpfen der Teuerungsprämie, dass hier sozusagen alle Abgabenarten begünstigt sind und nicht wie bei der Gewinnbeteiligung nur die Lohnsteuer. Ja. Wenn man das jetzt so liest, ja, und so ist es eigentlich lange interpretiert worden, dann würde eigentlich die einzige Voraussetzung für eine rückwirkende Umwandlung in diese komplett abgabenfreie Teuerungsprämie sein, dass die Gewinnbeteiligung, die vorher ausgezahlt wurde im Jahr 2022, eben eine steuerfreie Gewinnbeteiligung war. Ja. Aber ansonsten sozusagen keinerlei weitere Voraussetzungen zu erfüllen sind. Das BMF legt das Ganze aber leider anders aus und sagt, die Rückumwandlung in eine Teuerungsprämie ist möglich. Es muss eine steuerfrei gewährte Gewinnbeteiligung sein und zusätzlich, und jetzt wird spannend, muss aber diese Gewinnbeteiligung alle Kriterien erfüllen, die auch eine Teuerungsprämie erfüllt. Und eines dieser zusätzlichen Kriterien der Teuerungsprämie ist eben, dass es sich um eine zusätzliche Zahlung handelt, die bisher nicht geleistet wurde. Das gibt es eben bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung nicht. Und damit ist es in sehr vielen Fällen, wir werden es dann sehen, nicht möglich, wohl laut dieser rigorosen Auslegung hier eine Umwandlung vorzunehmen. Schauen wir uns das auf dieser Folie ein bisschen näher noch an. Ja, da gibt es verschiedenste Konstellationen, letztlich abgeleitet aus dem BMF-Schreiben. Und zwar, der Arbeitgeber möchte folgende Gehaltsbestandteile in eine Teuerungsprämie umwandeln, die im Jahr 2022 bereits vor Juli, das war praktisch Juli, war der Gesetzesbeschluss der Teuerungsprämie, gewährt wurden. Ja. Zum einen eine Prämie, die Abteilungsleiter bereits seit mehreren Jahren aufgrund individueller Zielvereinbarungen erhalten. Das ist definitiv nicht möglich, hier umzuwandeln in eine Teuerungsprämie. Das war nämlich gar keine steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung, weil hier individuelle Zielvereinbarungen vorgelegen sind, wo sozusagen das Ziel nicht kollektiv ist, sondern individuell. Das ist keine steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung und kann daher auch nicht als Teuerungsprämie umgewandelt werden. Zweiter Fall, eine Prämie, die alle Mitarbeiter bereits seit mehreren Jahren jeweils freiwillig als Beteiligung am Gewinn unter Widerrufsvorbehalt erhalten. Das ist laut BMF jetzt deswegen kritisch, weil diese freiwillige unter Widerrufsvorbehalt ausgezahlte Beteiligung am Gewinn schon über viele Jahre gewährt wurde und es sich hier damit nicht um eine Mitarbeiter, es handelt sich zwar um eine Mitarbeitergewinnbeteiligung, ja, aber nicht um eine Teuerungsprämie und daher kann ebenfalls wiederum keine Rückumwandlung in diese Teuerungsprämie erfolgen. Ja. Dritter Fall wäre eine Prämie, die alle Mitarbeiter im Jahr 2022 das erste Mal freiwillig als Beteiligung am Gewinn unter Widerrufsvorbehalt erhalten. Das wäre jetzt der Fall, wo es eindeutig und daher grün möglich wäre. Das war nämlich damit eine steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung und sie wurde bisher nicht schon üblicherweise gewährt und ist daher ein echter Umwandlungsfall gemäß 124b Ziffer 408. Wenn ich sozusagen jetzt im ersten 2022 das erste meine Mitarbeitergewinnbeteiligung ausgezahlt habe, dann ist diese Rückumwandlung möglich. Vorletzter Fall wäre es möglich, hier eine Umwandlung vorzunehmen, wenn ich den Mitarbeitern unbefristet eine Gehaltserhöhung von 100 Euro im Monat gegeben hätte, und zwar allen Dienstnehmern mit mindestens 2 Kindern, also sozial gestaffelt. Nein, wäre ebenfalls nicht rückumwandlungsfähig in eine Teuerungsprämie, weil es sich hier eben nicht um eine Zulage bzw. Bonuszahlung handelt, sondern um eine unbefristete Gehaltserhöhung. Und daher kann ich auch hier nicht entsprechend umwandeln. Letzter Fall wäre noch, dass man zum Beispiel schon im März oder April angesichts der aufkeimenden Inflation eine einmalige Teuerungsausgleichszahlung von 500 Euro geleistet hätte, wiederum an alle Dienstnehmer mit mindestens 2 Kindern. Könnte man das sozusagen jetzt umwandeln in eine Teuerungsprämie? Ja, das wäre möglich. Da streng genommen eigentlich zum Auszahlungszeitpunkt schon diese Teuerungsausgleichszahlung alle Voraussetzungen der Teuerungsprämie erfüllt hätte. Ich würde das einfach als unechten Umwandlungsfall betrachten. Also das war von vornherein immer eine Teuerungsprämie ihrem Charakter nach und kann daher auch rückwirkend entsprechend abgabenfrei gestellt werden. Also Sie sehen ein komplexes Thema, wo man sehr in die Tiefe gehen muss, um zu sehen, geht es oder geht es nicht. Damit sozusagen, bevor wir uns den Fragen im Chat noch ein bisschen widmen, schauen wir uns noch die abschließenden praktischen Tipps an. Wenn Sie bislang noch kein Prämienmodell haben,
dann nehmen Sie 2022 und 2023 die Teuerungsprämie. Ja? Weil Sie haben sozusagen hier kein Präjudiz aus der Vergangenheit, Sie haben kein Problem mit den zusätzlichen Zahlungen. Und wenn Sie das jetzt sozusagen das erste Mal aufsetzen können, dann ist die Teuerungsprämie einfach das bessere Modell. Warum? Weil es hier voll abgabenfrei behandelt werden kann und nicht nur lohnsteuerfrei ist. Ja? Zweiter Gedanke, wenn Sie 2022 das erste Mal schon eine Mitarbeitergewinnbeteiligung ausgezahlt haben, ja, weil Sie damals noch nicht gewusst haben, dass jetzt auch diese Teuerungsprämie kommt, dann nutzen Sie, wenn es möglich ist, ja, und das wird in vielen Fällen möglich sein, die Umwandlungsmöglichkeit zur Teuerungsprämie noch, ja, und nutzen Sie das jetzt noch im Rahmen der Aufholung in der Lohnverrechnung. Ja. Das ist wiederum unkritisch. Das einzige Kriterium, das Sie hier haben müssen, ist, dass es eine steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung war. Wenn Sie die 2022 das erste Mal ausgezahlt haben, haben Sie ja kein Problem mit den üblichen Zahlungen. Und letzter Gedanke, und der ist auch sehr wesentlich, ja, man darf nicht übersehen, wenn hier Fehler passieren, ja, oder Unsicherheiten, betrifft es oft auf einen Schlag sehr viele Mitarbeiter. Daher bitte, auch wenn der Druck der Mitarbeiter momentan sehr groß ist, in die Richtung was zu machen, wenn Sie irgendwo unsicher sind, Gruppenbildung, zusätzliche Zahlung und so weiter, das sind die Hauptprobleme, nutzen Sie bei Rechtsunsicherheiten die Instrumentarien, die es dafür gibt, um sich sozusagen einigermaßen risikofrei zu halten. Ja. Das wäre aus meiner Sicht eine § 90 ISTG-Anfrage. Hier kann man ans Finanzamt herantreten, den Fall schildern und sagen, okay, unsere Rechtsauffassung ist, es geht lohnsteuerfrei, bitte um Bestätigung. Ja. Planen Sie aber gewisse Wartezeit ein. Ja. Und oder vereinbaren Sie auch hier einen Regressvorbehalt. Auch dieses sollte man zumindest machen, dass man sagt, es gibt gewisse Unsicherheiten. Ja. Und wenn das sozusagen insbesondere Finanzamt zum Ergebnis kommt, die Lohnsteuerbegünstigung steht nicht zu, sollte man sich zumindest irgendwie vorher in geeigneter Form vorbehalten haben, diese Lohnsteuer dann auch von den Mitarbeitern wieder zurückzufordern. Ob es dann wirklich gemacht wird, ist dann wieder ein anderes Thema. Ja. Gut, damit sozusagen bin ich mit meinem Teil durch. Sie finden auf der letzten Folie noch die vertiefenden Quellen dazu. Wenn Sie sich da ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen wollen, würde ich Ihnen auf jeden Fall die BMF-Infos ans Herz legen. Da gibt es mittlerweile drei davon. Zweimal Mitarbeitergewinnbeteiligung, einmal Teuerungsprämie. Und ich habe Ihnen auch zum Thema Corona-Prämie, steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung, Teuerungsprämie und auch Gegenüberstellung Teuerungsprämie, Mitarbeitergewinnbeteiligung überall noch eine entsprechende vertiefende Literatur angeführt zum genauer Nachlesen. Gut, damit sozusagen kommen wir zu den Fragen im Chat. Ich denke, dass einige wahrscheinlich im Laufe des Vortrags dann beantwortet wurden und ich konzentriere mich insbesondere auf jene, die kurz sind. Es sind einige sehr lange Fragen drinnen, die man wahrscheinlich nicht beantworten werden können, sehr, sehr komplexe Sachverhalte. Ich konzentriere mich eher auf die kurzen und bündigen Themen. Eine Frage war hier, Teuerungsprämie und Gewinnbeteiligung, sind diese beiden alternativ oder können beide unabhängig, dann hört die Frage auf. Ich würde das immer so beantworten, sie können beide kombiniert werden, ja, allerdings eben nur bis zu diesem Maximalbetrag von 3.000 Euro. Ja. Also man kann sehr wohl Teuerungsprämie und Gewinnbeteiligung haben in einem Jahr, aber jeweils sind die Voraussetzungen zu erfüllen und Maximaldeckel 3.000 Euro, wenn ich sozusagen beide Modelle gehe. Ja. Da gibt es eine zweite Frage, die auch in die Richtung geht. Ja. Teuerungsprämie und Gewinnbeteiligung sind diese beiden Alternativen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dieselbe Frage gewesen. Eine Frage ist, ob eine bestehende Bonusregelung, die abhängig vom Jahresergebnis bezahlt wird, als Gewinnbeteiligung zu werten wäre und damit steuerlich begünstigt ist. Ja, das ist geklärt worden. Da ist wahrscheinlich gemeint, eine bereits bestehende Bonusregelung vor 2022. Grundsätzlich ja, ist das Ganze möglich. Also nur dadurch, dass sie schon aus der Vergangenheit ist es jetzt nicht automatisch schädlich. Aber man muss sich natürlich ganz konkret anschauen, ob diese alte Bonusregelung auch alle Kriterien erfüllt einer Mitarbeitergewinnbeteiligung. Das müsste man sich natürlich dann entsprechend anschauen. Gut, dann gibt es ein paar Anmerkungen. Dann gibt es eine Frage zur Voraussetzung Punkt 4. Das ist eine interessante Frage, Gewinndeckung. Eine Unternehmensgruppe erwirtschaftet Gewinne, ein Tochterunternehmen hat Verluste. Können diese Arbeitnehmer ebenfalls eine Gewinnbeteiligung erhalten? Gemeint ist wahrscheinlich die Arbeitnehmer des Tochterunternehmens mit Verluste. Das wäre schon denkbar, allerdings nur dann, wenn ich hier sozusagen dieses Wahlrecht in Anspruch nehme, das EBIT auf Konzern, aus dem Konzernabschluss abzuleiten und wenn dann sozusagen ausreichend Deckung da ist, auch für das sozusagen verlustbringende Unternehmen,
diese Gewinnbeteiligung zu geben, dann sollte das sehr wohl möglich sein. Ja. Aber wie gesagt, man müsste dieses Wahlrecht ausüben und dann bindet das, das ist ganz wichtig, eben alle Konzerngesellschaften. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die ich da sehe. Ja. Kann ich die Gewinnbeteiligung im Nachhinein geben, weil das Jahr gut gelaufen ist oder nicht? Ja, das ist möglich und das ist sogar sehr, sehr gängig, dass man sagt, man spezifiziert nicht im Vorhinein die Kriterien, sondern entscheidet das jeweils im Nachhinein, typischerweise eben unter Widerrufsvorbehalt. Das ist möglich, aber wie gesagt, auch hier muss man einfach schauen, dass ich alle Voraussetzungen für die Gewinnbeteiligung entsprechend dann erfülle, also gewissen Gruppen geben oder allen Mitarbeitern. Ja. Dann eine sehr spezielle Frage, wenn wir als österreichische Zweigniederlassung in 2022 eine Jahresprämie auf Basis des weltweiten Konzernergebnisses in 2021 ausbezahlt haben, können wir das als Gewinnbeteiligung in diesem Sinn anwenden? Das würde ich schon so sehen. Ja. Zweigniederlassung ist jetzt die Frage, ob da wirklich eine unselbstständige Zweigniederlassung gemeint ist oder eine Tochtergesellschaft. Wie auch immer, wenn man hier sozusagen aufs Konzernergebnis abstellt und das Konzernergebnis gibt genug Deckung her, für die österreichischen Mitarbeiter, die Mitarbeitergewinnbeteiligung erhalten, dass das gedeckt ist, sehe ich da kein Problem. Dann eine Frage, Mitarbeiter, die erst 2022 eingetreten sind, können also für das Geschäftsjahr 2021 keine steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung erhalten. Spannende Frage, würde ich auch so sehen, ja, weil im Umkehrschluss das natürlich heißen muss, wenn ich auf das Jahr abstelle, für das die Prämie vereinbart wurde, dann sollte es für die neuen Mitarbeiter nicht möglich sein. Der hat im letzten Jahr nicht mitgearbeitet und erfüllt daher diese BMF-Definition auch nicht, sozusagen einen Beitrag zum Ergebnis des letzten Jahres geleistet haben. Das würde ich daher auch so sehen, dass das nicht möglich ist. Ja. Kommanditisten, die angestellt sind, können aber schon eine Mitarbeitergewinnbeteiligung steuerbegünstigt erhalten. Das hängt wirklich davon ab, eher unwahrscheinlich. Sie müssen als Kommanditist, und das ist unwahrscheinlich, dass Ihnen das gelingt, Einkünfte als unselbstständige Arbeit haben. Ja. Und das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Es geht hier wirklich nur um die rein steuerliche Definition. Selbst wenn der einen Arbeitsvertrag, einen Dienstvertrag daneben hat, dann geht das nicht. Es gilt nur die steuerlichen Arbeitnehmer sozusagen Kriterien. Kriterien können sich auch nur auf einzelne Bereiche beziehen. Das heißt, es können aber auch nur Mitarbeiter aus diesem Teilbereich eine solche Mitarbeiterbeteiligung erhalten. Wenn man sagt, man bildet eine Gruppe, verstehe ich schon, das heißt, die Idee ist da, dass man sagt, man bildet eine Art Bedingung, wenn dieser Bereich positiv ist, dann bekommen die Mitarbeiter aus diesem Bereich eine Mitarbeiterbeteiligung. Also es ist auf jeden Fall möglich, dass für diesen Teilbereich eine Gruppe zu bilden. Ich würde aber nicht sagen, dass für alle anderen damit die Gewinnbeteiligung ausgeschlossen ist, weil ich kann ja auch freihändig sozusagen ohne irgendwelche Kriterien zum Beispiel allen anderen Arbeitnehmern eine Gewinnbeteiligung geben, wenn ich die Gewinndeckung habe. Also das würde ich so beantworten, dass es sehr wohl möglich ist, für andere Teilbereiche Gruppen zu bieten oder darüber hinaus allen anderen natürlich auch eine Gewinnbeteiligung zu geben. Ja. Ist die Höhe der Gewinnbeteiligung abhängig vom Arbeitszeitausmaß? Das haben wir besprochen, das heißt, rein steuerlich gesehen habe ich sozusagen, brauche ich nicht zwingend alle quotieren. Ich werde es sinnvoll in der Prämienvereinbarung machen, aber das ist unschädlich, ja. Aber rein steuerlich gesehen muss ich nicht diese Maximalbeträge irgendwie runter alle quotieren. Eine Anmerkung gibt es da, ich kann als Gruppe zum Beispiel alle Führungskräfte bzw. Direct Reports der ersten und zweiten Ebene definieren. Da muss man, glaube ich, jetzt wirklich darauf warten, was jetzt in die Lohnsteuerrichtlinie in den Wartungserlass reinkommt. Wenn es Ihnen gelingt, diese Führungskräfte oder Direct Reports als abgegrenzte Gruppe darzustellen, die einen bestimmten Verantwortungsbereich hat, ja, und das beruht auf einem objektiven Kriterium, ob ich da dazugehöre oder nicht, denke ich, dass es möglich sein wird. Aber hier werden wir abwarten müssen bis zur endgültigen Fassung der Lohnsteuerrichtlinien, die wahrscheinlich Ende des Jahres kommen werden, ob das wirklich so gehen wird. Auszahlungsvorbehalt, Kündigung durch Dienstnehmer möglich. Steuerlich würde ich sagen, ja, arbeitsrechtlich sehe ich da großes Problem mit dem Paragraph 16 des Angestelltengesetzes, der das wahrscheinlich arbeitsrechtlich verbieten würde. Aber das ist eine arbeitsrechtliche Frage, die man sich arbeitsrechtlich genauer anschauen muss. Gut, was haben wir da nun? Verstehe ich das richtig, wenn bisher eine CF-Prämie, also wahrscheinlich Cashflow-Prämie, ein Angestellter im Monat Juni ausbezahlt wurde, und diese nun im heurigen Jahr als Gewinnbeteiligung, dann ist diese unschädlich. Ja, richtig. Also es kommt auch hier sozusagen darauf an, war das in der Vergangenheit, oder
erfüllt es im heurigen Jahr eine Gewinnbeteiligung, wenn nur aufgrund der Tatsache, dass es in den Vorjahren schon ausgezahlt wurde, das ist unschädlich bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung. Die über 3.000 Euro hinausgehenden Beträge als Sonderzahlung sind ganz normal auf das Jahressechstel anzurechnen. Oder, das ist jetzt die Frage, ob das jetzt auf Mitarbeitergewinnbeteiligung oder Teuerungsprämie entsprechend bezieht. Ja, bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung, wenn das sozusagen das darüber hinausgehende als Sonderzahlung ausgezahlt wird, würde ich das so sehen, genau. Wie sehen Sie die Gruppe Geschäftsführer für eine Mitarbeiterbeteiligung? Offen gestanden kritisch, ja. Könnte man möglicherweise auch über dieses Thematik Verantwortungsgrad irgendwie reinbekommen. Wenn Sie die Geschäftsführer mit hineinnehmen wollen, würde ich Ihnen wirklich empfehlen, eine § 90 StG Anfrage zu machen. Teuerungsprämie auch MVK-frei, meines Wissens auch MVK-frei, ja, aufgrund der Tatsache, dass die MVK-Bemessungsgrundlage auf DSV-Bemessungsgrundlage abstellt. Kann man im Jänner noch rückwirkend für Dezember aufrollen, das ist möglich, ja. Die Teuerungsprämie könnte für 2022 und 2023 also zweimal gewährt werden. Insgesamt maximal 6.000 Euro ist korrekt, ja, aber halt jedes Jahr beschränkt mit maximal 3.000 Euro. Wenn Teuerungsprämie als laufender Bezug ausbezahlt, kann ich ein Siebtel als Sonderzahlung auszahlen. Das heißt, die Idee ist hier wahrscheinlich irgendwie Teuerungsprämie mit Formel 7 zu kombinieren. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, das kann ich jetzt ad hoc nicht beantworten. Könnte statt den bisher gewährten Weihnachtsgutscheinen nunmehr eine Teuerungsprämie ausgezahlt werden oder eben Gutscheine? Oder wäre das eine schädliche Umwandlung? Ja, großes Fragezeichen. Ich befürchte fast, dass das BMF, wenn man das ernst nimmt, es so sehen würde, dass diese bisher schon gewährten Weihnachtsgutscheine schädlich sind. Ja, aber kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich befürchte es fast. Wie sieht es aus, wenn eine bisherige Erfolgsbeteiligung, welche an eine Pensionskasse überwiesen wurde, in eine Teuerungsprämie umgewandelt wird und direkt an die Mitarbeiter ausgezahlt wird? Da befürchte ich auch, dass wir mit der bisherigen, mit diesem Kriterium üblicherweise bisher nicht gezahlt ein Problem bekommen. Ja. Kann ich aber jetzt ad hoc auch nicht beantworten. Das ist sicher ein Sonderthema, das man sich mal genau durchüberlegen muss. Ja. Wenn ich die Gehaltserhöhung für Mitarbeiter mit mindestens zwei Kindern als Zulage ausgewiesen hätte, macht das einen Unterschied? Ich glaube, da geht es um die Frage, das war eh dann drinnen, wo wir dann das Beispiel abgewandelt haben als Teuerungsausgleichszahlung. Also auch die Zahlung als Zulage würde natürlich einen Unterschied machen, weil dann bin ich wieder in den allgemeinen sozusagen Definitionen, dass eine Zulage oder Bonuszahlung vorliegt. Das macht aus meiner Sicht einen großen Unterschied zur Gehaltserhöhung. Ja. Dann gibt es eine Frage, in der Vergangenheit gab es Erfolgsprämien unterschiedlicher Höhe, keine konkreten Kriterien, auch 2022 gibt es Leistungsprämien. Zusätzlich wird eine Teuerungsprämie angedacht. Ist diese dann abgabenfrei? Wenn Sie die Teuerungsprämie zusätzlich sozusagen zu den bisherigen Prämien zahlen, sozusagen, dann würde ich kein Problem sehen, ja, weil Sie ändern ja an den bisherigen Prämien nichts und es kommt halt die Teuerungsprämie dazu. Ja. Das wäre sicher nicht das Problem. Ja. Gibt es bereits eine Aussage des BMF zur kombinierten Prämien, sprich Kombination von Gewinnbeteiligung und individuellen Zielen? Meines Wissens nichts. Ich kann Ihnen aber sagen, wie wir das handhaben. Wir splitten diese dann einfach entsprechend auf und wenden für die Gewinnbeteiligung, sprich für die kollektiven Ziele, für das, was da rauskommt, die Mitarbeitergewinnbeteiligung an, wenn alle sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Ja. Kann Umwandlung formlos erfolgen oder wie ist idealerweise vorzugehen, zum Beispiel Aushang? Grundsätzlich kann sie formlos erfolgen, ja, wenn Sie das machen wollen. Es gibt aber in der Literatur Stimmen, die sagt, man sollte das trotzdem mit den Mitarbeitern vereinbaren, weil das nicht immer hundertprozentig sein muss, dass sie sozusagen im Sinne des Mitarbeiters ist. Als Beispiel wird hier angeführt, dass durch die Umwandlung in die Teuerungsprämie möglicherweise die Bemessungsgrundlage für die MVK-Beiträge reduziert werden, was bei über der Höchstbemessungsgrundlage liegenden Personen der Fall sein könnte, da verweise ich Sie auf den Kraftaufsatz in der vertiefenden Literatur, da ist das genau beschrieben. Ich verstehe nicht, wie Umwandlung von Mitarbeitergewinnbeteiligung auf Teuerungsprämie folgen soll, wenn bei Auszahlung kommuniziert wurde, dass die Zahlung aufgrund toller Performance des Unternehmens erfolgt, dann kann man doch nicht behaupten, dass aufgrund Teuerung ausgezahlt wird. Ja, der Gesetzgeber hat selbst diese Möglichkeit geschaffen, diese Rückumwandlung, und zwar im Zeitpunkt nach dieser Kommunikation, das ist natürlich und es gibt keine besonderen Voraussetzungen an die Teuerung, also steuerlich würde das jetzt weniger problematisch sehen. Genau. Gut, dann gibt es noch Fragen.
gibt es eine Möglichkeit, bereits eine seit Jahren bestehende Bonusregelung im Jahr 2023 als Teuerungsprämie auszuzahlen. Wenn man das ernst nimmt, was das BMF hier sagt, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Zum BMF muss man aber dazu sagen, das muss jetzt einmal wahrscheinlich höchstgerichtlich auch geklärt werden. Wenn Sie das machen, haben Sie sicher ein gewisses Risiko im Zuge einer Lohnsteuerprüfung. Ich sehe momentan nicht wirklich Möglichkeiten, ganz offen gestanden. Naja. Im KV wird Einmalzahlung als Teuerungsprämie gewährt, sind Einmalzahlungen in den Vorjahren hier schädlich für die Qualifikation? Naja, das ist eine gute Frage, habe ich mir nicht Gedanken gemacht, das kann ich jetzt nicht beantworten, weil da haben wir völlig andere Rechtsgrundlage als bisher. Wäre eine Gruppe Führungskräfte inklusive Vertrieb für die Gewinnbeteiligung zulässig, haben wir schon ein paar Mal besprochen, das müsste man über diese möglicherweise neue Lohnsteuerrichtlinienziffer mit dem Verantwortungsgrad, Stellenbeschreibung und so weiter lösen, dann ist das durchaus vorstellbar. Und die letzte Frage, die noch da ist, wenn einige Mitarbeiter bereits eine Teuerungsprämie bis 2000 Euro je Mitarbeiterhöhe unterschiedlich erhalten haben und zusätzlich alle Mitarbeiter, auch die bereits eine erhalten haben, 1000 bekommen, benötigt man Einzel- oder Betriebsvereinbarung oder ist für die zusätzlich 1000 Euro ausreichend, dass ungeschränkt alle Mitarbeiter eine Teuerungsprämie bekommen? Ja, wenn alle eine bekommen, ist das ebenfalls eine sozusagen zulässige und Anführungszeichen lohngestaltende Vorschrift. Da brauche ich nicht darüber hinaus sozusagen nur eine besondere Grundlage dafür. Gut, dann bedanke ich mich für den Vortrag und die vielen Fragen und hoffe, es war ein spannender Vormittag für Sie. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite nochmal für den sehr spannenden Input und für die praktischen Tipps und Informationen. Zum heutigen Webinar werden wir Ihnen dann in den nächsten Tagen die Unterlagen und den Mitschnitt des Webinars zur Verfügung stellen. Für Fragen stehen wir dann jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Danke. Danke, Wiedersehen.